Ja, als ich hergefahren bin, habe ich nur eins gehört, dass das MAG jetzt eine breite öffentliche Diskussion macht zur Digitalisierung der Gesellschaft und Experten dazu einholt und sagt, es ist notwendig, dass wir da eine breite öffentliche Diskussion anfangen, in welche Zukunft wir uns wünschen als Gesellschaft punkto Digitalisierung. Da man dachte, siehst du, eigentlich machen wir heute sowas Ähnliches, nämlich ich glaube, es ist genauso notwendig, dass wir eine breite öffentliche Diskussion anfangen zum Thema, wie wollen wir unsere Lebensmittel erzeugen in Zukunft und welche Art von Landwirtschaft wollen wir haben. Weil das ist eine der Grundfesten unserer demokratischen Gesellschaft. Nur in Zeiten des Überflusses vergisst man das ja schon oft, dass eigentlich unser ganzer Wohlstand, den wir da haben, auf der Landwirtschaft und auf dem Überfluss basiert, den wir den Landwirten zu verdanken haben. Und das Thema, und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich eingeladen wurde, über die globalen Aspekte der Landwirtschaft zu sprechen. Und als Österreicher leben wir ein bisschen in einer Insel der Seligen. Und ich möchte Sie heute mitnehmen und Ihren Blick ein bisschen auf die Zusammenhänge öffnen, was tut es in der Welt draußen und wie beeinflusst uns das in unserem kleinen Land Österreich. Ich bin auf der Boko schon seit 25 Jahren. Ja. Ich bin sowas wie ein Eigenbauspieler, würde man sagen, im Fußball. Ich habe Landwirtschaft studiert auf der Boko und habe mich dann auf Agrarökonomik spezialisiert und dann von der Agrarökonomik bin ich Richtung Marketing gegangen. Aber nicht Marketing für Zahnpasta oder Autoreifen, sondern Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte. Und wenn Sie mit dem Thema Landwirtschaft und Lebensmittel zu tun haben, kommen Sie augenblicklich, ob Sie es wollen oder nicht, in die Nachhaltigkeit hinein. Das heißt, Sie müssen nachdenken über, wie beeinflusst die Produktion von Lebensmitteln diesen Planeten und uns als Gesellschaft. Und ich habe ein Zitat von Henry Kissinger mitgebracht, den die Älteren von uns alle kennen werden. Der war ja in den 70er Jahren der Außenminister der USA und er hat gesagt: Kontrolliere Öl und du kontrollierst Nationen. Kontrolliere Nahrung. Und du hast die Kontrolle über Menschen. Und ich finde es ganz spannend, dass er eigentlich uns bewusst macht darüber, dass Nahrung und Lebensmittel auch mit Macht und mit Sicherheit zu tun haben. Und ich habe es dem Georg erzählt und vorher auch im Gespräch, ich bin alle Jahre wieder in Amerika und unterrichte dort auch als Gastprofessor an der Universität für Bodenkultur, an der University of Florida. Die BOKU hat noch keine Dependance in Florida. Und habe die Zeit genutzt, um in Washington mir die Hauptstadt anzusehen und gehe dort in ein Museum für Native Americans, also für die, wie wir früher gesagt haben, die Indianer. Ja. Und da sehe ich so ein Video von der Georgie, könnte man sagen, wenn man Winnetou zitieren darf. Und da spricht diese Native American, diese Indianerin, über die Art und Weise, wie sie Beeren ernten. Ja. Und sie sagt, wir gehen als Gemeinschaft raus und wenn einer von uns eine Depression hat oder schlecht drauf ist, dann nehmen wir ihn nicht mit. Weil wenn der die Beeren erntet, während er depressiv ist, dann geht es in die Beeren rein und dann essen wir das. Interessant, haben wir gedacht. Spannend. Weil sie sagt, because these berries are really sacred, weil für uns diese Beeren heilig sind. Und deswegen schauen wir, in welchen Bewusstsein, wir das ernten. Da gehe ich weiter, verlasse das Museum für Native Americans, gehe über die Straße in das Hirschhorn-Museum für moderne Kunst und sehe dort eine Videoinstallation. Denke mal, spannend, was ist das? Weil da tut es jetzt erst gar nichts. Wissen Sie, Kunst. Und das war diese Landschaft mit ein paar Lagerhallen, das da ist ein großer Teich. Und hier und da ist ein LKW gekommen, stehen geblieben, wieder weggefahren. Haben wir gesagt, und auf was ist das bitte? Dann habe ich den Text gelesen und steht da, das war eine Installation über eine Hühnerfarm in Kansas. Ja? Da sind 100.000 Hendeln in diesen Dingen drinnen und das sind die Abwässer aus dieser Hühnerproduktion. Und der John Gerard, der diese Installation gemacht hat, hat gesagt, er möchte die industrielle Produktion von Lebensmitteln bewusst machen. Ja? Und wenn man
von Kansas nach Oregon oder Ohio fliegen würden, da könnte man dasselbe mit Schweineställen sehen. Weißt du, Sie können sich erinnern, jetzt vor kurzem, vor ein paar Monaten oder Wochen, war der Hurricane an der Ostküste in Amerika. Der hat diese Gegend verwüstet, auch in North Carolina. Und dort haben die Riesenschweineställe mit Schweineställen um die 10.000 Schweinen. Können Sie sich vorstellen, was da passiert ist, wie das überflutet worden ist? Die haben dort auch diese Klär-, also Abwässerteiche. Da hat die ganze Gülle von diesen 10.000 Schweinen in halben Bundesstaat verteilt. Ja? Also das ist... Das sind die zwei Extreme. Warum bringe ich diese Beispiele? Ich habe mir das angeschaut und habe mir gedacht, siehst du, das ist eigentlich die zwei Extrempunkte, zwischen denen unsere moderne Gesellschaft heutzutage Lebensmittel produziert. Auf der einen Seite die Indianer, die sagen, wir nehmen die nicht mit, wenn du schlecht drauf bist. Das wären heutzutage der Gerhard Zuberg, wie er sein Gemüse produziert. Ja? Du darfst, deine Mitarbeiter dürfen nicht Gemüse ernten, wenn die schlecht drauf sind. Na, aber die Beispiele wären Slow Food, biologische Produktion, artgerechte Tierhaltung, Fairtrade. Das ist dieses eine Spektrum. Und dann haben wir das andere Spektrum, wo hochindustriell extrem effizient Lebensmittel produziert werden. In den USA haben die Schlachthöfe, da schlachten die 10.000 Hühner in der Stunde. Ja? Können Sie sich das Tempo vorstellen? Da werden die Hühner aufgehängt, die rasen auf einem Fließband dahin, kommen zu einer Rasierklinge, die schneidet ihnen die Gurgel durch und im nächsten Moment kommen sie in kochendes Wasser rein. Ja? Manchmal haben sie Pech, da erwischt die Rasierklinge nicht das Händel. Ja? Das fliegt in das Wasser lebend. Das essen wir auch. Ja? Das kostet dann halt nur $2, das ganze Händel. Ja. Dabei ist Essen so was Spannendes. Wenn wir auf der Welt uns umschauen, werden wir darauf kommen, dass Menschen sich ganz unterschiedlich ernähren. Ich habe da ein Beispiel mitgebracht von einem Sumo-Ringer, da sehen Sie, was er alles isst. Reis, Teigtaschen, Fisch und der braucht so die 3500 Kilokalorien am Tag. Eine chinesische Zirkuskünstlerin, die hat viel weniger, die nimmt nur 1700 Kalorien zu ihr, klarerweise die oder eine andere Art der Bewegung. Die dürfen nicht zu schwer werden. Und ein deutscher Fleischhauer, der Markus Dier, der nimmt an die 4600 Kalorien zu sich. Und wie man sieht, das meiste da ist, ja, Stölzen, Fleisch, Wurst, Speck, solide Grundernährung. Das Bier ist auch dabei, wie es gehört. Und die Tiffany Whitehead wiederum, die ist Angestellte bei der Super Mall, also einem Einkaufszentrum. Die hat da sehr viel Fast Food, Soda, Coca-Cola-Drinks und die nimmt 1900 Kalorien zu sich. Also eine große Bandbreite und auch die Lebensmittelausgaben sind ganz unterschiedlich weltweit. Da habe ich ein Bild von einer mexikanischen Familie, wo die in der Woche $190 ausgeben, so ungefähr, das wären jetzt 160 Euro in der Woche für die Familie. Und da sehen Sie, was die so in der Woche essen. Was da auffällt, sind hinten die 2 Liter Flaschen Coca-Cola. Ja? Und Sie haben vielleicht schon gehört, wir reden in Europa und in den USA davon, dass die Fettleibigkeit zunimmt, ja? Die Adipositas. Das ist eine extreme Entwicklung. Und man glaubt, das betrifft jetzt nur Europa und die USA, aber die Entwicklungsländer wie oder die Schwellenländer wie Mexiko oder in Asien, Lateinamerika und auch in Afrika, sehen wir, dass dort die Entwicklung auch stattfindet. Und dort ist das Spannende, dort wechseln die Leute von Unterernährung zu Übergewicht und Fettleibigkeit. Ja? Und zwar deshalb, weil die billigen Lebensmittel, also viel Zucker, viel Fett, viel günstiger sind als frisches Obst und Gemüse. Ja? Ich habe mich gewundert, wie in Mexiko war, Sie sehen es da schon bei den zwei Buben, da habe ich Burschen beobachtet beim Fußballspielen auf der Straße. Ja? 2/3 von den Buben waren alle übergewichtig. Und das geht schon ans Herz. Wenn Sie sich was denken, Mexiko, ich meine, die Kinder, die rennen ja herum, die müssen ja Zahntier sein. Ich meine, früher, wir waren alle Zahntier, oder? Die meisten von uns. Das war halt vor der Zeit vor dem Internet. Wir waren so fad, dass wir uns bewegen müssen. Ja, und in Nepal habe ich ein anderes Beispiel von einer Familie, die ernährt sich rein vegetarisch und die geben ihm
der Woche nur 5 Dollar aus. Die kommen mit 4 Euro aus. Also eine große Bandbreite auf dem Planeten, was die Ernährung anbelangt. Und jetzt haben wir gedacht, ich bringe Ihnen ein Beispiel mit über die industrielle Produktion von Lebensmitteln aus Amerika auch. Und zwar, wie ich dort 2016 drüben war, schaue ich die Nachrichten und auf einmal berichten die darüber, dass eine Firma aus Saudi-Arabien im großen Stil Ackerland kauft im Westen der USA. Und zwar dort, wo es wenig regnet. Das war echt interessant. Und zwar ein großer Bohai in den Nachrichten, und zwar deshalb, weil die Firma Almarai hat 5000 Hektar Land in Arizona gekauft und in Kalifornien und hat angefangen, Brunnen zu graben in einer Gegend, wo es eh schon wenig regnet, und die Felder zu bewässern. Und die Bauern, die Lokalen, haben sich aufgeregt und gesagt, was soll das? Die kommen da her, wir müssen auch für das Öl zahlen und die pumpen uns das Wasser ab und müssen dafür nichts zahlen. Die waren nämlich so gescheit, die haben sich die Wassergesetze der 50 Bundesstaaten angeschaut und sind in jene Staaten gegangen, wo es die lockersten Wasserregulierungen hatten. Und das ist Arizona, wo die dann, und in Kalifornien. Ja. Warum machen die das? Die bauen dort Luzerne an. Ja. Luzerne ist ein Futtermittel. Was machen die Saudi-Arabier mit einem Futtermittel in Amerika? Was die nämlich getan haben, die haben ihre Politik geändert. Die haben früher gesagt, wir bewässern die Wüste. Sie kennen sicher diese ganzen grünen Scheiben, die Sie von oben sehen, vom Satellit. Da sind sie aber draufgekommen, sie sind ja zu teuer. Und sie ändern die Politik und sie gehen jetzt im großen Stil einkaufen in der Welt. Sie haben vorher erwähnt Landgrabbing, also das Schnappen vom Land. Die Saudi-Araber machen das in Afrika, aber auch in den USA. Und das sind nicht die Einzigen. Die Amerikaner gehen genauso einkaufen und die Europäer auch. Ja? Und die Chinesen in ganz großem Stil. Auf jeden Fall haben die beschlossen, wir produzieren unsere Luzerne in Kalifornien, quasi auf der anderen Seite des Planetens, damit wir Milch produzieren können in Saudi-Arabien, in der Wüste, ja? Bei einer Temperatur von 35 bis 50 Grad. Da steht in Saudi-Arabien ein Stall mit 67.000 Kühen. Ja? Holstein-Milchkühe. Die Landwirte unter Ihnen werden wissen, das sind Kühe, die wurden ursprünglich gezüchtet in Norddeutschland. Norddeutschland hat ein ganz anderes Klima als die Wüste in Saudi-Arabien. Die optimale Betriebstemperatur für diese Kuh liegt bei 5 Grad. 5 Grad Celsius. Ja? Damit die Kuh jetzt nicht tot umfliegt, muss der Stall gekühlt werden. Sprich, die Spritze von oben, Wasserdampf, den ganzen Tag auf die Kühe runter. Da würde aber jetzt die Kuh den ganzen Tag im Wasser stehen, das heißt, damit sie keinen feuchten Hufe hat, blasen von der Seite Propeller den ganzen Tag wie ein großer Föhn den Fußboden wieder trocken. Können Sie sich den Energieaufwand vorstellen? Und gefüttert werden die Kühe eben mit der Luzerne, die sie in Kalifornien und in Arizona produzieren haben lassen. Mit dem Effekt, dass der Colorado River zum Beispiel, der da wichtiger Fluss ist in den Bundesstaaten, sichtbare Zeichen der Wasserübernutzung hat. Sie sehen da diese weißen Flächen, das war früher, wo der Wasserstand von dem Fluss war. Ich meine, das ist jetzt nicht nur Saudi-Arabien, sondern das liegt daran, dass Las Vegas von dort Wasser nimmt, Kalifornien, Los Angeles nimmt von dort Wasser. Aber in diesem Gebiet, wo das Wasser schon knapp ist, kommen die nur dazu und fangen an und zum Abpumpen an. Ja? Mit dem Effekt, dass Saudi-Arabien 2011 die Nummer 1 war bei der Milchleistung bei Kühen. Stellen Sie sich das mal vor. Ich meine, ein klassisches Milchproduktionsland wäre Österreich oder Deutschland. Ja? Also Gegenden, wo die Kuh eine Tradition hat. Aber das zeigt ja noch, was mit Geld alles machbar ist. Die liegen also bei 10.000, über 10.000 Liter pro Kuh. In Österreich liegt der Durchschnitt bei 7.281 Kilogramm. Im Bioland bei 5.800, nur damit Sie die Dimensionen sehen. Also das ist ein Beispiel einer globalen industriellen Produktion. Ich könnte Ihnen jetzt noch vom größten Milchbauern Russlands zum Beispiel erzählen, der ein Deutscher ist und der hat an die 70.000 Kühe, ja, auch über ganz Russland verteilt. Also das ist eine ganz andere Form der Landwirtschaft
als die, die wir in Österreich kennen. Gehen wir zurück in die Geschichte. Wie ist es möglich geworden, dass wir zum Beispiel Weltbevölkerung mit 7 Milliarden Menschen ernähren können? Ja? Und diejenigen von Ihnen, die Landwirtschaft gelernt haben oder studiert haben, kennen wahrscheinlich die Herren Haber-Bosch. Die haben nämlich 1909 ein Verfahren entwickelt, um Kunstdünger herzustellen. Und zwar aus fossilen Energieträgern wie Erdöl oder Erdgas haben die es geschafft, einen Stickstoff-Kunstdünger zu gewinnen, der dann die Fruchtbarkeit oder die Erträge der Felder wesentlich gesteigert hat. Als Hintergrundgeschichte 1909, schauen Sie sich das an, das war vor dem Ersten Weltkrieg. Wir feiern jetzt 100 Jahre Erster Weltkrieg. Ja? Also das Ende feiern wir. Und die Deutschen haben damals gewusst, wenn die den Krieg anfangen, wenn ihnen die Engländer und die Franzosen über den Schiffstransport die Guano-Lieferungen aus Südamerika abdrehen und dann hätte Deutschland keinen Dünger mehr gehabt. Zu der Zeit um 1900 haben die hauptsächlich Guano aus Chile und Peru gedüngt und jetzt hat das deutsche Ministerium gesagt, wir müssen einen Preis ausschreiben für Wissenschaftler, die müssen ein Verfahren entwickeln. Und der Haber und der Bosch, die waren so gescheit und haben das zusammengebracht. Mit dem kleinen Nebeneffekt, man kann nämlich aus einer Kunstdüngerfabrik sehr schnell eine Waffenfabrik machen. Ja? Sie können die ganz schnell umwandeln in eine Munitionsfabrik. Und der Haber, was auch die wenigsten wissen, war verantwortlich für den ersten Giftgasangriff 1917. Ja? Der war der Chef vom deutschen Chemie, von der deutschen Chemie-Militärabteilung und war verheiratet mit der Clara. Ja? Und die Clara, müssen Sie sich vorstellen, war eine Pazifistin. Können Sie sich deren Eheleben vorstellen? So, er kommt heim auf der Arbeit und sie sagt, na, wie war dein Tag heute? Und er, ja, ein bisschen Senfgas entwickelt. Und wie war dein Tag? Ja, ich habe an die Bertha von Suttner geschrieben, einen Brief über die Waffen nieder. Ja? Im Endeffekt, ich meine, es ist dann tragisch geworden, weil nach dem ersten Giftgasangriff hat sie sich in ihrem Garten umgebracht, ja, die Clara. Und deswegen werden Sie in ganz Deutschland keine Statue finden, die dem Haber Ehre erweist, weil die Deutschen sehr bewusst sind, wie er da beeinflusst oder mitgemacht hat. Obwohl beide den Nobelpreis für Chemie bekommen haben. Aber jetzt das Spannende zur Ernährung. Sie sehen aber Kurven. Ja? Und die Wissenschaft sagt heute, ohne das Haber-Bosch-Verfahren wären wir auf diesem Planeten 3,5 Milliarden Menschen und nicht 7 Milliarden. Ja? Die Hälfte der Menschen, die wir heute haben, könnten wir nicht ernähren ohne dieses Verfahren. Da haben Sie zum Beispiel die rote Linie, wäre die Entwicklung der Weltbevölkerung, das haben wir ungefähr da bei 3 Milliarden, also 3,5 Milliarden, ohne Haber-Bosch-Verfahren. Die schwarze Linie, die raufgeht, zeigt Ihnen die Entwicklung, wie sie derzeit abgelaufen ist, da oben bei 7.000, das sind 7 Milliarden Menschen. Und das Grüne hier, das ist die Fleischproduktion. Sehen Sie den Zusammenhang? Ohne den Kunstdünger hätten wir nie so viel Proteine erzeugen können. Diejenigen, die von Ihnen Chemie als Background haben, Stickstoff ist das Zentralatom für jede Aminosäure. Ja? Aminosäuren bauen Eiweißmoleküle. Das ist total wertvoll. Eiweiß ist so wertvoll in der Natur und kommt, jede Pflanze braucht Stickstoff. Das ist das Knappste, das du besser wissen als ich gehabt. Das ist das knappeste Gut oder die knappeste Ressource. Die Gott sei Dank in dem schönen Kreislauf, Tiere scheiden Stickstoff aus und damit kann man das düngen. Nur, das geht natürlich nur bis zu einem gewissen Beitrag. Mit dem Haber-Bosch hat man das ausgehebelt, diese Begrenzungen. Und man sieht das sehr klar, dass ohne die beiden wir heute nicht 7 Milliarden Menschen wären. Das ist also eine Erfindung, die von manchen Leuten wichtiger als der Flug zum Mond oder die, weiß ich jetzt nicht, jetzt würde ich sagen die Atombombe ist ein schlechtes Beispiel, aber halt als große technologische Erfindungen gebracht werden. Und das nächste Spannende ist, wenn ich von Ihnen, so wie Sie da sitzen, ein genetisches Muster nehmen würde, Speichelprobe oder ein paar Haare und die analysieren würde,
dann könnte ich nachweisen, dass 50% ihrer Stickstoffatome auf fossile Energie zurückgehen. 50% gehen auf den Kunstdünger zurück, den sie indirekt über das Fleisch oder Obst und Gemüse gegessen haben. Das heißt, wir laufen nicht nur mit unseren Autos auf fossile Energie, sondern zur Hälfte auch mit unserem Körper. Und das Spannende dabei ist, wenn man sich das jetzt beim Weizen anschaut zum Beispiel, dass 70% der Produktionsmittel, die ich brauche, um Weizen zu erzeugen, basieren auf fossiler Energie. Da haben Sie auf der einen Seite den Stickstoff, Treibstoffe und Schmiermittel und die Pestizide gehören da auch dazu, die mit fossiler Energie gewonnen werden. Damit komme ich zur These Nummer 1. Die moderne Landwirtschaft, wie wir sie heute kennen, ist stark abhängig von fossiler Energie. Das wirft die Frage auf, was machen wir, wenn das Ding ausrennt? Ja? Da können wir noch hoffen, dass wir bis dahin andere Energieträger gefunden haben, die uns helfen, diese Kunstdünger auf eine andere Art und Weise zu erzeugen. Und in den 1979er Jahren, da gab es einen Agrarminister in Amerika, den Earl Elbaz, das war während dem Vietnamkrieg, da war der Nixon gerade Präsident und da sind die Lebensmittelpreise zu teuer geworden in den USA und der Nixon hat zu ihm gesagt, du musst die Förderung ändern für die Landwirtschaft. Und davor hatten die Amerikaner Mengenbeschränkungen, die haben den Bauern Geld gezahlt, dass sie weniger produzieren, damit die Preise für die Produkte hoch bleiben. Ja? Also war es eine sehr bauernfreundliche Förderung. Der hat die Förderung umgestellt und hat gesagt, ihr werdet nur mehr bezahlt nach Menge und je mehr produziert, umso mehr Geld kriegt ihr. Und das berühmte Zitat von ihm ist, get big or get out. Und das hat den Effekt gehabt, ich habe da eine Grafik für Sie mitgebracht aus den Jahren 1900 bis 2002. Das zeigt Ihnen die Nutzpflanzen pro landwirtschaftlichen Betrieb. Im Schnitt hat im Jahr 1900 ein Bauernhof in den USA 5 verschiedene Nutzpflanzen anbaut. Im Jahr 2002 kann man sagen, ist er bei einer. Der Durchschnitt liegt bei 1,3. Wenn ein Bauer 1,3 Nutzpflanzen im Schnitt anbaut, heißt das mehr oder weniger, er baut eine an. Wenn er sagt, er macht Mais, dann macht er Mais. Wenn er sagt, er macht Sojabohnen, dann baut er Sojabohnen an. Und das ist dann die Art der Landwirtschaft oder der Landschaft, die wir dann bekommen würden. Man sieht das auch sehr interessant bei den landwirtschaftlichen Flächen, wenn man jetzt die USA mit Europa vergleicht. Die Agrarfläche ist dort viel größer, also mehr als doppelt so groß, das haben Sie da oben, der große Balken. Und die Zahl der Betriebe ist viel geringer. 2,2 Millionen Betriebe haben die Amerikaner, 7,3 Millionen Betriebe die Europäer. Klarerweise muss dort die Landwirtschaft viel größer strukturiert sein und viel mehr auf Effizienz aufgebaut sein. Wenn wir uns jetzt das Biokonsum anschauen, so sehen wir, die Amerikaner konsumieren sogar mehr Bio-Lebensmittel als die Europäer, was den Wert angeht, also an die 39 Milliarden Dollar im Jahr, haben aber viel weniger Fläche. Die liegen bei 2 Millionen Hektar Biofläche und die Europäer bei 11 Millionen. Wenn man sich das vor Augen hält, erkennt man, dass die Europäer und auch die Österreicher, wenn wir sagen, wir wollen der Spezialitätenladen Europas sein, das ist eine Strategie, die macht Sinn. Weil wir können niemals in der Effizienz mit der USA mithalten, ja, und mit dem Preisdruck. Das sind wir auch bei den Biobetrieben, wir haben 340.000 Biobetriebe in der ganzen EU und in den USA sind es gerade einmal 19.000. Ist auch aufgelegt, könnte man sagen, weil wenn man eine Landwirtschaft erzeugt, die total groß ist, im Durchschnitt mit 300.000, 400.000 Hektar, da auf Bio umzustellen, ist eine schwierige Geschichte. Was aber spannend ist bei dem Thema Bio, ist, dass die Konsumenten auf dem Planeten in Europa und in den USA sitzen. 92% aller biologischen Lebensmittel auf der Erde werden in Amerika, also in Nordamerika und Europa konsumiert. 8% gerade einmal in Asien, Australien und Südamerika. Ist ganz spannend. Kannst du es eigentlich sagen? Die Entwicklungsländer produzieren die Bioprodukte für uns. Zumindest jene, die wir jetzt selber machen. Ja. Damit komme ich zur These Nummer 2.
dass eine Kostenreduktion durch größere Betriebe ist die Antriebskraft der Weltlandwirtschaft. Man nennt es auf Englisch die Economies of Scale, also die Skaleneffekte der Wirtschaft. Das ist wie ein Naturgesetz. Sie kennen das Naturgesetz der Schwerkraft. Ja? Wenn ihr das Glas Wasser nehmt und fallen lasst, fällt es runter. In der Wirtschaft sind das die Skaleneffekte. Heute habe ich eine Defensio gehört über die Auswirkungen der Änderungen der Förderung für den Zuckermarkt, Zuckerrübenmarkt. Wissen Sie, was passieren wird? Wir werden weniger Betriebe kriegen, die größere Flächen Zuckerrübe haben. In dem Moment, wo Sie die Förderungen wegnehmen und den Markt frei spielen lassen, gehen Sie automatisch wie ein Naturgesetz am Zug zum Größeren. Das muss uns bewusst sein. Und das muss man diskutieren als Gesellschaft, ob man das will. Mit nämlich den Auswirkungen für die Natur. Sie haben sicher gehört, es war jetzt in den Medien vor einiger Zeit, wie viele Insekten zurückgehen. Es gibt Studien, die von 60% Rückgang bei den Insekten berichten, was wirklich alarmierend ist. Was wir wissen, ist, dass die intensive Landwirtschaft die Naturvielfalt reduziert. Ja? Und da gab es die Studie, die gesagt hat, in 63 deutschen Schutzgebieten ging die Biomasse fliegender Insekten seit 1989, also seit knapp 30 Jahren, um 76% zurück. Das ist erschreckend. Ich habe gestern mit Freunden darüber geredet, die gesagt haben, Rainer, kannst du dich erinnern, wenn wir früher über die Landstraße gefahren sind, Sie werden es sicher noch besser wissen, waren die Windschutzscheiben voller Insekten. Ja? Da hat es Putzmittel gegeben extra, damit man das runterputzen kann. Braucht man das noch? Das braucht man immer weniger, kommt mir vor. Dabei ist es ja so faszinierend, wenn wir uns den Boden anschauen, so finden wir auf einem Hektar, ja, 100 mal 100 Meter, das ist ein Hektar, wenn wir 30 cm tief graben, würden wir 25 Tonnen Lebendorganismen finden. Deswegen habe ich den Waggon da hergegeben. Ich meine, das ist streng genommen nur 50 Tonnen, aber stellen Sie sich vor, es ist ein kleiner. Die kleinen haben 25 Tonnen. Und davon finden Sie 10 Tonnen Bakterien, 10 Tonnen Pilze, 4 Tonnen Regenwürmer und 1 Tonne Insekten. Die im Prinzip, das sind die berühmten, wir nennen sie die Destruenten in der Fachsprache, die Zerstörer. Nämlich, was sie zerstören, ist alles Tote und wandeln es um in das Leben. Das ist fast ein spiritueller Akt. Ja? Das Bodenleben macht jeden Tag auf das, was wir als Dreck bezeichnen und wo wir draufsteigen, eine Wiedergeburt. Die wandelt was Wertloses in was Wertvolles um. Und was uns auch oft nicht bewusst ist, ist, wenn wir uns nachts vom Himmel aus Europa anschauen, ja? Dort, wo die großen Städte liegen, wo das Licht am hellsten brennt, dort waren vor 2000 Jahren die besten Böden. Glauben Sie, die Römer hätten sie in Wien, an der Wien Dobona, an einem schlechten Platz niedergelassen? Oder in Linz? Oder in Salzburg? Nein, die haben sich strategisch wichtige Orte gesucht, wo auch in aller Regel die Böden die beste Fruchtbarkeit hatten. Und jetzt kommt der Wahnsinn dazu, dass wir mit unseren Böden in Österreich nicht sorgsam umgehen. Ja? Sie kennen die Zahlen? Wir verbauen täglich 30 Fußballfelder. Das müssen wir als Gesellschaft diskutieren. Da müssen wir was ändern. Das kann es nicht sein. Ja? Mir ist schon klar, wenn ich ein Bauer wäre und ich weiß, das wird irgendwann mal umgewandelt im Bauland, dann sage ich auch nicht nein. Wissen Sie, das ist wie der Honigtopf. Der Honigtopf, den kann man schwer widerstehen. Aber als Gesellschaft müssen wir das diskutieren, ob wir das wollen für die Zukunft. Natürlich können wir sagen, was soll es, die Regale sind ja eh alle voll. Wir haben ja eh genug zu essen. Und sollen die Chinesen für uns das Essen produzieren? Oder die Leute in Saudi-Arabien, wenn die uns zubetonieren? Nur die Frage ist, stellen Sie sich vor, in Zukunft nehmen die extremen Wetterereignisse zu. Die Dürren werden häufiger, Überflutungen werden häufiger, dann werden häufiger Ernten ausfallen. Wer wird uns dann Lebensmittel verkaufen, wenn die Leute das selber brauchen? Ja? Und ich habe da ein paar Bodenschnitte mitgebracht und wenn Sie sich das anschauen, das ist ein Bauer aus den USA, das ist aus Äthiopien, dann ein
Bäuerin aus Thailand und einen Bauern aus Syrien. Vergleichen Sie den Wohlstand und die politische Situation in dem Lande mit den Bodenschnitten. Ja? Wenn Sie nicht ein Land haben, wo viel Erdöl ist, dann in aller Regel sind die dort sehr arm, wo die Böden auch arm sind. Und das ist, ich diskutiere das oft mit meinen Bauern, wenn ich eingeladen werde zu Vorträgen. Weil die Landwirte werden heutzutage von unserer Gesellschaft immer mehr und mehr angegriffen. Ja? Sie sind Giftspritzer, sie sind Tierquäler und, und. Und die Bauern sagen zu mir, Rainer, was soll man tun, was soll man der Gesellschaft sagen, was bringt? Die glauben uns nicht mehr, dass wir eine Dienstleistung bringen, die wichtig ist. Und da sage ich, liebe Leute, für die Zukunft müsst ihr den Menschen wieder sagen, es könnten Zeiten kommen, wo wir froh sind über jeden Bauern, den wir haben. Wo wir froh sind über jeden, der Lebensmittel produziert. Und da geht es um die sicherheitspolitische Dimension der Landwirtschaft. Gut, schauen wir uns aber weiter an, was die globale Landwirtschaft so macht. Was nämlich auch interessant ist, in unseren hochmodernen globalen Gesellschaften verwenden wir oft eine Pflanze, um daraus sehr viele verschiedene Dinge zu machen. Der Mais zum Beispiel, aus dem werden hunderte, tausend verschiedene Produkte gemacht. Es geht bis in Farbe, in Wachsmittel, in Pestizide. Aber die drei größten Anwendungen sind, dass er für Futtermittel verwendet wird, er geht in die Fütterung. Oder in den USA macht man Zucker daraus, das ist der Maiszuckersirup. Oder man tankt die Autos damit, macht Ethanol daraus. Früher hat man gesagt, die Mexikaner sind der gehende Mais. Heute, ähnlich wie beim Stickstoff, würde man ein Kohlenstoffmuster nehmen von einem typischen US-Amerikaner, würde man drauf kommen, dass der mehr Kohlenstoffisotope vom Mais oder Kukurutze sich hat als ein typischer Mexikaner. Und zwar warum? Weil das überall drinnen ist. In jedem Coca-Cola, das er trinkt, in jedem Essen, das er trinkt, in jedem Fleisch. Messen kann man das mit der Kukurutze oder der Mais, ist eine C4-Pflanze und das ist eine andere Art, Photosynthese zu bereiten. Alle anderen Pflanzen sind C3-Pflanzen und deswegen kann man sowas messen. Finde ich ganz spannend. Jetzt stellen Sie sich vor, wir haben also Agrarförderungen, die die Überproduktion fördern. Ja? Die darauf ausgerichtet sind, in großem Maßstab für billige Agrarrohstoffe zu produzieren. Und die gehen von der Landwirtschaftsebene in die Verarbeitung, in die Industrie. Was glaubst du, was da passiert? Die Industrie fängt an, die Portionen größer zu machen. Für dasselbe Geld kriegen sie mehr. Schauen Sie sich an, 1960 bis 2011, da haben sich die Portionsgrößen beim Coca-Cola zum Beispiel oder bei Softdrinks, bei Cola verfünffacht. Beim Burger auch verfünffacht, bei dem Pommes frites 250%. Also das ist dann die Folge. Stellen Sie sich das weiter vor, wir haben eine Agrarförderung, die fördert die Überproduktion, die bewirkt, dass die Industrie größere Portionen macht. Im Endeffekt aber bewirkt es, dass es uns krank macht. Weil die Zahl der Menschen mit Diabetes hat sich in den letzten 30 Jahren verdoppelt. Früher gab es einen Begriff für Altersdiabetes. Mittlerweile kriegen so viele Teenager diese Altersdiabetes, dass die Medizin sagt, wir müssen einen neuen Begriff dafür finden. Gott sei Dank sind wir beim Zuckerkonsum noch nicht so weit wie die USA, weil die Amerikaner haben 68 Kilogramm pro Kopf Zuckerverbrauch, wir liegen bei 39 Kilogramm. Aber trotzdem, auch bei uns, ist der Zucker so viel versteckt in so vielen Lebensmitteln und wir wissen gar nicht, wie viel wir davon konsumieren. Und deshalb ist das Widersprüchliche an unserem Alltag oder unserer Welt, dass wir zwischen Überfluss und Mangel leben. Der Überfluss wirkt sich so aus, dass die jährlichen Todesfälle 29 Millionen Menschen betreffen, die aufgrund von Überernährung sterben und 36 Millionen sterben an Mangel. Was wir auch wissen, ist, dass es mittlerweile mehr übergewichtige Menschen gibt und extrem fettleibige, das sind an die 2 Milliarden weltweit, und 800 verhungern. Also wir haben schon mehr Menschen, die Probleme haben mit dem zu viel als mit dem zu wenig. Und am stärksten sieht man diese Veränderungen im Pro-Kopf-Verbrauch bei Fleisch. Auch hier, der Durchschnitt liegt in Europa bei 74 Kilogramm, da sind wir in Österreich drüber mit 97 Kilogramm. Entwicklungsländer essen 29 Kilogramm Fleisch pro Kopf.
und die USA 125. Das hat wiederum mit dem Reichtum zu tun. Fleisch ist sowas wie der Mercedes oder der BMW unter den Autos. Ja? Fleisch ist ein Statussymbol. Wir haben das schon ein bisschen vergessen, aber früher, die ältere Generation unter Ihnen werden wissen, früher war Fleisch was Besonderes. Das gab es nur zum Wochenende. Richtig? Ist nicht jeder Tag ein Schnitzeltag. Was ist heute für ein Tag? Ja? Knädeltag zum Beispiel. Was nämlich interessant ist, wenn die Länder reicher werden, und da zeige ich Ihnen, das ist eine Kurve, da haben Sie das Bruttonationalprodukt, je weiter rechts, umso reicher. Und da sieht man daran, dass die USA liegt ganz oben, da wird am meisten Fleisch gegessen, ist ja auch einer der reichsten Länder der Welt. Und da haben Sie Länder, die sehr arm sind, wie Ruanda und Äthiopien und Burundi, da wird sehr wenig Fleisch gegessen. Oder Indien, wo es kulturell so ist, dass die wenig Fleisch essen. Und der Chart hier zeigt Ihnen, das sind die Industriestaaten, da ist der Fleischkonsum ziemlich konstant. Wir haben sogar in Österreich seit ein paar Jahren den Fall, dass der Fleischkonsum ein bisschen zurückgeht. Ja? Aber in den Schwellenländern und in den Entwicklungsländern steigt es stark an. Und warum? Deshalb. Ja? Weil die Chinesen zum Beispiel, die haben das Problem jetzt. Ja? Die Chinesen, hey, schauen Sie sich Dokumentationen über China an vor 20, 30 Jahren. Ja? Das sind alle Zauntier. Wenn Sie jetzt schauen, wenn die über China-Reisen berichten, da sagen Ihnen die Chinesen, ich esse jetzt dreimal am Tag Fleisch. Weil jetzt kann ich mir das leisten. Das ist mein Zeichen für meinen Wohlstand. Ja? Das hat extreme Auswirkungen. Ich meine, ich vergönne es jedem, der es leisten kann. Jeder kann Fleisch essen, was er will. Aber er muss sich bewusst sein, dass es Auswirkungen auf den Planeten hat. Und zwar konkret zum Beispiel auf die Sojabohnenproduktion. Die wird sich bis 2050 verdoppeln. Ja? Lassen Sie sich das mal auf der Zunge zergehen. Was glauben Sie, wo dieses Soja angebaut werden wird? Das wird auf Kosten des Regenwaldes gehen. Ja? Das wird in Argentinien und in Brasilien in einem riesen Maßstab angebaut. So wird übrigens Soja geerntet in Brasilien. Die haben einen ganz anderen Zugang zur Landwirtschaft. Wenn ich auf Konferenzen brasilianische Wissenschaftler treffe, ja, die halten ihnen vor, die zeigen ihnen, wie sie den Dschungel oder Landschaften mit Büschen und Bäumen umwandeln in Ackerland. Und zwar nehmen die zwei Riesentraktoren mit einer riesigen Schiffskette, die ist 100 Meter breit, spannen die zwischen Traktoren und dann fahren die durch diese Landschaft und die Kette reißt alles aus, was dort steht. Ja. Das schaut aus, als hätte die Bomben eingeschlagen. Danach wird gepflügt und anbaut. Und deshalb haben wir in Europa die Verantwortung, uns zu fragen, sollte man nicht hier und da einen fleischfreien Tag einlegen. Und mittlerweile, auch in Bezug auf die Bevölkerungswachstum, stellt sich die große Frage, wollen wir Menschen oder Tiere füttern? Mittlerweile haben wir 3 Milliarden Nutztiere, ein Drittel der Getreideproduktion geht in die Fütterung und man sagt, bis 2050 gehen 2/3 des Wasserverbrauchs in die Tierhaltung und in die Produktion der Futtermittel. In entwickelten Staaten ist es noch höher, dort tun wir 70% des Getreides, das wir ernten, an Tiere verfüttern. Es ginge aber, wenn wir die Ernährung umstellen würden, sehr wohl diesen Planeten auch mit 10 Milliarden oder 11 Milliarden zu ernähren. Ich habe da ein Beispiel mitgebracht. Im Durchschnitt konsumiert der US-Bürger 800 Kilogramm Getreide pro Jahr. Davon 100 direkt, 700 Kilogramm indirekt über das Fleisch. Und wir haben im Schnitt 2 Milliarden Tonnen Getreideernte weltweit pro Jahr. Damit können wir nach einer typischen amerikanischen Ernährungsweise 2,5 Milliarden Menschen ernähren. Das ist also eine Ernährung mit viel Fleisch. Machen wir eine italienische Diät mit mehr Nudeln, ein bisschen mehr Gemüse, dann kriegen wir schon 5 Milliarden Menschen hin. Und bei einer indischen Diät, wo wir alle Vegetarier wären, geht es also locker mit 10 Milliarden aus. Das hat jetzt nicht nur Auswirkungen auf wie viele Menschen können wir ernähren, sondern auch, wie belasten wir die Umwelt. Und da gibt es die tolle Lebensmittelpyramide, die Sie sicher kennen, die sagt, wir sollen viel Obst und Gemüse essen,
dann drüber Getreide, essentielle Fettsäuren, Milchprodukte und so weiter. Wenn man sich die Umweltbelastung anschaut, und da gibt es lustigerweise von der Firma Barilla, die hat ein Forschungszentrum in Parma, die haben 500 wissenschaftliche Studien ausgewertet und die kommen alle zum selben Urteil: Je weiter unten ich bin in der Ernährungspyramide, umso geringer ist die Umweltbelastung, also umso geringer ist der CO2-Fußabdruck, der Wasserfußabdruck und der Flächenbedarf. Und je weiter rauf ich komme, umso größer wird die Umweltbelastung. Sprich, wenn Sie Ihrem Körper was Gutes tun wollen und weniger Fleisch essen, helfen Sie dem Planeten auch, nämlich in Bezug auf die Nachhaltigkeit. Weil was wir auch wissen in der Wissenschaft ist, dass die Sterblichkeitsraten zusammenhängen, vor allem bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Herzinfarkt, mit gesättigten Fettsäuren in der Ernährung, die vom Fleisch kommen. Ja? Und die WHO hat eben diese Studie auch veröffentlicht, wo sie gesagt haben, Wurstwaren, gerade die verarbeitete Wurst, ist noch schlimmer. Und da wird vermutet, dass es Zusammenhänge gibt, nicht nur mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sondern auch mit Parkinson und Demenz. Ja? Und zwar, das hat zum Teil mit dem Konservierungsmittel zu tun, mit den Nitrosaminen. Gut, und die letzte crazy Frage, die wir uns auch stellen müssen als Menschen, ist: Wollen wir Menschen oder Autos füttern? Wir haben 1 Milliarde Autobesitzer und 2 Milliarden Menschen mit Nahrungsunterversorgung. Mittlerweile in Europa hat man schon erkannt, das ist der Weg, den wir nicht gehen wollen. Also Ethanol aus Getreide ist Schwachsinn, weil es ist Ernährungskonkurrenz zum Menschen und der CO2-Fußabdruck ist auch nicht gut. Aber in den USA wird das doch gemacht, weil dort geht es mehr in Richtung Unterstützung für die Landwirte. Kommen wir jetzt zurück auf Europa als Agrarrohstoffimporteur. Wenn man sich das nämlich anschaut, wir Europäer sind der größte Kontinent, der Lebensmittel und Rohstoffe importiert. An die 45 Milliarden Dollar im Jahr, China liegt bei 44 Milliarden. Die USA ist ein großer Exporteur an Agrarrohstoffen. Und da gab es jetzt Forscher in Berlin, der von Witzke und Nolepa, die haben sich hingesetzt und gesagt, weißt du was, nehmen wir diese 45 Milliarden Dollar, die wir an Rohstoffe importieren aus der Landwirtschaft und schauen uns an, wie groß ist die Fläche. Wie groß ist die Fläche, die Europa braucht, um seinen Lebensstandard zu erhalten. Und da kommen wir dann auf die Fläche von Deutschland. 35 Millionen Hektar. Deutschland ist ein bisschen größer als fast ganz Deutschland. Das brauchen wir als Europäer, um unseren Lebensstil zu gewährleisten. Das Spannende ist, was glaubst du, was wächst in diesem virtuellen Deutschland zu 2/3? Sojabohnen. Ja? Wir bauen auf 2/3 dieser Fläche von der Größe Deutschlands außerhalb der EU Sojabohnen. Sprich, wir brauchen als Europäer nicht mit dem Finger auf die Amerikaner oder sonst wen zeigen, wir sind genauso beteiligt an der Zerstörung der Regenwälder in Südamerika wie alle anderen. Ja? Gibt's, jetzt will ich aber nicht, bei meinen Studenten sage ich immer, oft vor der Vorlesung, passt auf, während der Vorlesung kann es sein, dass er depressiv wird und ans Ende der Welt glaubt und das wird so ein Gemälde vom Hieronymus Bosch, Wolle ins brennendes Öl geschüttet werden und gefoltert werden. Es gibt auch einen positiven Ausblick. Ja? Das ist immer das Problem mit der Nachhaltigkeit, wenn man sich damit beschäftigt, kommt man zwangsläufig zu einem Punkt, wo man denkt, oh mein Gott, ja? Wie kriegen wir das hin? Was ich als positive Entwicklung sehe, ist, dass wir in Europa jetzt über Insekten als Futtermittelersatz diskutieren. Sie haben sicher schon gehört, in den Medien wird geredet über Insekten als für die Ernährung, für die menschliche Ernährung. Das ist ganz nett. Das ist ein Nischprodukt, das ist lustig. Da können Sie mal ein paar Heuschrecken essen oder Mehlwürmer. Die schmecken so wie Chips. Aber das Potenzial liegt in den Insekten als Futtermittel. Das ist nämlich die tolle Eiweißquelle. Insekten haben eine sehr gute Umwandlungsquote. Sie geben denen 1,2 Kilogramm Futter und daraus entsteht 1 Kilogramm Lebendgewicht. Ja? Da sind es beim Schwein ungefähr bei 8 oder 9
Kilogramm Futter, die sie brauchen, bei den Rind auf die 20 oder über 20 Kilogramm Futter für ein Kilogramm Lebendgewicht. Ja. Und das ist natürlich spannend, da ist natürlich das Problem der Gesetze. Das ist bisher verboten durch die BSE-Krise, Rinderwahnsinn. Damals hat die EU gesagt, es dürfen keine Tiere an Tiere verfüttert werden. Insekten sind ja auch Tiere. Aber mittlerweile wird das schon geprüft und diese Verordnungen werden verändert. Und die erste ist schon seit 2017 nun rausgekommen. Und da werden jetzt Futtermittel in Aquakultur, also für die Fischproduktion in Europa, erlaubt. Und das ist schon ein großer Fortschritt. Und ich glaube, das ist eine der Innovationen, die die Landwirtschaft auch verändern kann in Europa. Nämlich auch für die Landwirte. Es wird Landwirte geben, die werden anfangen, Insekten zu produzieren. Das gibt es jetzt schon in Holland, das sind schon die ersten Startups. In Afrika gibt es schon. Also das sind wichtige Entwicklungen. Und denken Sie dazu, das Schwein oder das Huhn, die haben ja immer schon Insekten gefressen. Ja? Ein Schwein in einem freien Wildbau, das geht herum und frisst alles, was es findet. Das Händel macht es genauso mit den Insekten. Das muss man es bei der Kuh, das ist fraglich, ob das Sinn macht. Aber da hoffe ich, dass die Europäische Union bald mit einer neuen Forderung rauskommt. In dieselbe Bresche schlägt auch Donasoja. Das ist auch eine Initiative, die ich sehr gut finde, weil die fördert die Produktion von Sojabohnen in Europa und in Österreich. Also angefangen haben sie ja in Österreich und in den Ländern der ehemaligen Monarchie. Mittlerweile sind sie so erfolgreich, dass sie sich umbenannt haben in EU-Soja, weil sie gehen jetzt auch weiter rauf nach Deutschland und Dänemark, diese Länder. Und das ist ganz spannend. Da wurde mit Rewe, Spar und Hofer vor ein paar Jahren ein Vertrag geschlossen und die haben sich verpflichtet, dass alle Eier, die in diesen drei Supermärkten angeboten werden, müssen mit Donasoja, Sojabohnen gefüttert werden und dürfen nicht mehr mit gentechnisch veränderten Soja oder Soja aus Drittstaaten gefüttert werden. Das finde ich eine tolle, wirklich schöne Entwicklung. Sie haben erwähnt die Folie mit dem Lagerfeuer. Und das ist jetzt die letzte Botschaft, die ich Ihnen für heute gebe. Dann sind wir am Ende meiner Reise. Ich möchte Sie bewusst darüber machen, wie wir auf diesem Planeten, wenn wir ein Dorf werden oder eine Gemeinschaft, wie ist da die Verteilung der Einkommen? Und jedes Maxl ist eine Milliarde. Wir haben 2 Milliarden Menschen, die haben keinen Zugang zu Strom, die kochen mit Feuer und die heizen mit Feuer aus Holz zum Beispiel. Und die verdienen weniger als $2 am Tag. Dann gibt es 3 Milliarden Menschen, die haben schon Zugang zu Strom, die haben Licht und die liegen unter $40 am Tag Einkommen. Dann gibt es 1 Milliarde Menschen, die können sich schon eine Waschmaschine leisten, ja, was eine großartige Erfindung ist. Und dann gibt es die 1 Milliarde, zu der wir gehören, die mehr als oder bis zu $80 am Tag verdienen und fliegen können. Wir sind die Privilegierten, wir können die ganze Welt uns anschauen. Ja? Spannend ist, wenn man das diskutiert mit Studenten, die im Umweltschutz tätig sein wollen, da wird oft diskutiert, ja warte mal, was passiert, wenn die 5 Milliarden plötzlich alle Waschmaschine kriegen? Das steigt ja der Ressourcenverbrauch. Ja? Das steigt ja der Energieverbrauch ins Immense. Nur die Frage ist, können wir denen sagen, passt auf, meine Großmutter oder meine Mutter hat eine Waschmaschine gekriegt und dadurch ein besseres Lebensstil gehabt und hat vielleicht anders machen können mit ihrer Zeit und ihre Kinder in die Schule schicken können und so weiter und so fort, wollen das denen verbieten? Nein, ich glaube aber, wir schaffen es und da passen wir wieder zur Windkraft. Und das geht zurück auf Hans Rosling, das ist ein berühmter Statistiker aus Schweden, der hat gesagt, wenn wir die Alternativenergien ordentlich fördern und die ordentlich einsetzen, dann können wir das hinkriegen, dass wir die Energieproduktion für diese Länder und für diese Menschen auch zusammenbringen. Es liegt jetzt schon 10 Jahre her, aber vergesst es nicht, 2008 war das Jahr auch der Hungerproteste. Wir alle wissen, dass 2008 die Wirtschaftskrise war. Damals sind aber auch die Ernährungspreise plötzlich in die Höhe gegangen.
Und die Leute sind weltweit auf die Straße gegangen. Aber nicht nur in Mexiko, Marokko und Indien, sondern auch in Frankreich, Italien und Belgien. Weil in Frankreich die Milch um 20 Cent oder was teurer geworden ist. Ja? Das zeigt ihnen, wie emotional das Thema ist. Selbst in Europa gehen wir auf die Straße demonstrieren, wenn die Lebensmittel plötzlich teurer werden. Was wir politisch jetzt uns vor Augen halten müssen, ist, dass diese zwei Maxeln, die ich dir vorher gezeigt habe, die am Feuer sitzen, davon sind 1,3 Milliarden Kleinbauern oder landlose Arbeiter weltweit, die weniger als 2 Dollar am Tag verdienen, die aber 80% der Welternährung produzieren. Das nennt man Subsistenzfarming, also die leben quasi von der Hand in den Mund. Ein bisschen was, wenn was überbleibt, verkaufen sie am Markt. Und die Weltbank hat erkannt, schon 2007, dass wenn sie die Armut reduzieren will und die ländlichen Gebiete in Afrika und Lateinamerika und Asien weiterentwickeln will, dann muss sie diesen 1,3 Milliarden Kleinbauern helfen. Dort hat sie die größten Hebel, um etwas zu bewirken. Was nämlich abläuft weltweit ist, wir haben große Modernisierung in der Lebensmittelproduktion. Wir haben Lebensmittelwertschöpfungsketten, die von internationalen Supermärkten entwickelt werden. Die gehen nach Hongkong, nach Bangkok, zu den großen Städten. Und diese Supermarktketten arbeiten mit Großbauern, Kooperativen, Leitbauern. Die können lesen und schreiben, die machen formale Verträge, die haben ihre Logistiklager und ihre indischen Verarbeiter. Aber gleichzeitig gibt es eine Lebensmittelproduktionskette von Bauern, die auf den kleinen Märkten verkaufen, auf den Frischmärkten. Und die können nicht lesen und schreiben, die machen Geschäfte nur bei Handschlag. Und die Frage ist, kriegen wir die rüber in die sich modernisierenden Lebensmittelproduktionsketten? Weil wenn nicht, was machen die? Die fangen an, ihren Bauernhof zu verlassen und fangen an zu gehen. Ja? Da geht es zunächst einmal in Großstädte. 1960 haben nur 30% der Menschen in Städten gelebt, 2030 werden es 65% der Menschen sein. Deshalb Bilder, das ist Lima in Peru, das sieht aus wie Bosnien nach dem Krieg, das ist Bangkok. Ja? Sie können sich nicht vorstellen, mit welchem Tempo diese Städte wachsen. Lima war vor 30 Jahren waren das 800.000 Menschen, jetzt sind es 8 Millionen. Bangkok dasselbe. Diese Städte haben kein Wassermanagementsystem. Abwasser, Klärschlamm, Klärreinigung, was wir da in Wien alles tun, das kennen die nicht. Ja? Ich zeige Ihnen ein Beispiel, wie Lima wächst. Die Bauern, die in Peru keine Arbeit finden, nicht mehr vom Bauernhof leben können, ziehen nach Lima und bauen sich eine Weblechhütte. Dort regnet es übrigens 9 Liter im Jahr, deswegen ist es staubtrocken dort. Und alle 50, 30 Meter steht eine Weblechhütte. Da kommen noch mehr Leute aus der Gegend, das wird dichter, dann heißt das die Pueblos Jóvenes, also die jungen Häuser. Und wenn einmal genug Leute am Fleck sind um Lima, sagt der Bürgermeister, jetzt leite ich euch Wasser hin und gebe euch Strom. Und ich schenke euch das Land, auf dem ihr wohnt. Das ist die Stadtentwicklung. Stellt euch das vor, das wäre so, als würden ein paar Südburgenländer aus Kuckmieren oder ein paar Steirer sagen, ich ziehe jetzt nach Wien, oberhalb der Donau, ja, Donaustadt, und stelle mir ein Zelt dort auf. Und wenn genug Steirer und Burgenländer kommen, sagt der Wiener Bürgermeister, jetzt lege ich eine Wasserleitung und einen Strom und jetzt schicke ich das Land. Das kann man sich nicht vorstellen, so funktioniert das. Und hat eine Stadt kreiert mit 8,75 Millionen Menschen mit einer unglaublich schlechten Luft. Katalysatoren gibt es ja da nicht. Die Abgase ist furchtbar und das Ganze ist ziemlich chaotisch. Das ist ein Beispiel. Wir könnten nach Afrika gehen und über Nigeria reden. Da gibt es die Prognosen, dass die Nigeria wird bis 2050 500 Millionen Menschen. Das sind so viele wie in Europa jetzt leben. Das ist jetzt meine vorletzte Folie. Wir reden immer von der Zunahme der Weltbevölkerung, dass wir 9, 10, 11 Milliarden wären, aber wir halten uns nicht vor Augen, wie die Kontinente sich verändern. Und da unten haben Sie Europa. Wenn sie nichts verändern, wenn wir keine Zuwanderung haben, dann schrumpfen wir um 67 Millionen bis 2050.
Nordamerika wächst um 113 Millionen, Lateinamerika um 200, Afrika 1 Milliarde, jetzt sagt man schon bald 1,5 Milliarden und Asien auch um mindestens 1,5 Milliarden. Das lassen Sie sich auf der Zunge zergehen. Ja? Da muss ich kein Genie sein, um zu wissen, was passiert, wenn Europa, ein reicher Kontinent, ja, umgeben ist von Kontinenten, die sich stark vermehren und dann gibt es dort vielleicht extreme Wetter-Events, Dürren, Überflutungen, was weiß ich, was alles und dann vielleicht noch instabile politische Verhältnisse. Ich meine, ich verstehe, wenn ich nichts habe, ich verstehe das, dann fange ich auch zum Gehen an. Wissen Sie? Wenn ich so ein Kleinbauer bin, der nichts zu verlieren hat, dann gehe ich los. Und zwar dorthin, wo ich eine Chance habe, irgendwie zu überleben. Und deswegen möchte ich uns allen als Europäern aufs Herz legen, dass die Zukunft Europas liegt im Wohlergehen Afrikas. Das müssen wir uns wirklich überlegen. Wie können wir den Menschen unten helfen, ein menschenwürdiges und gutes Leben zu haben, so ähnlich wie wir. Ja? Ich danke Ihnen vielmals. Ja, also als nächstes würden wir den Gerhard bitten, dass er uns aus seiner Erfahrung mit dem Betrieb, mit der Biolandwirtschaft etwas mitteilt und uns da teilhaben lässt. Ja, ich mache mit euch eine Reise nach Klinzendorf. Ist zwar jetzt nicht das große Kontrastprogramm zum lieben Rainer, aber ich habe mir den Vortrag vorher angeschaut und ich habe mir gedacht, man kann da gar nicht mehr viel dazu sagen. Das, was ich sagen kann, ist ein gelebtes Beispiel. Also ich bin kein gelernter Bauer. Wir haben vor 20 Jahren begonnen, den schwiegerelterlichen Betrieb zu übernehmen. Gegen den Willen der Schwiegereltern auf Bio umgestellt. Und mir war es sehr, sehr wichtig mit diesem Adama-Biohof. Adama kommt aus dem Hebräischen, aus Ackerboden, lebendige Erde. Aber auch der Mensch. Schöne Parabel, gesunder Boden, gesunde Pflanzen, gesunde Menschen. Zu starten, wenn heute die Leute mich fragen, was wir für einen Businessplan gehabt haben, dann pflege ich immer zu sagen, was ist das? Also die haben begonnen mit Freude, mit unheimlicher Unterstützung. Wir haben uns viel angeschaut, wir sind sehr viel gereist und es ist gut gegangen. Vor 20 Jahren war ich ein Start-up, sage ich heute immer wieder, und es ist gut gegangen. Ich glaube, dass wir sehr viel in der Hand haben, dass wir aber alle zusammen den Lebensmitteln für mehr Wertschätzung zuteil werden lassen müssen. Wir leben in einem Land, wo die Rabatitis und die Aktionitis in den Supermärkten gang und gäbe ist. Und wie heißt es so schön, was nichts kostet, ist nichts wert. Warum schmeißen wir so viel weg? Und ich glaube, es gibt da nichts Dümmeres, als dass man Produkte, wo schon Energie drinnen steckt, dann entsorgt. Und es gibt auch eine Studie, dass Österreich biologisch auch ernährt werden kann. Das ist eine ganz neue Studie. Wir müssen ein bisschen auch unseren Lebensstil vielleicht verändern. Wir müssen weniger Fleisch essen und nicht so viel wegschmeißen. Ich glaube, wo lernt man heute Wertschätzung für Lebensmittel kennen? Also in der Schule lernt man es nicht. Ich glaube auch nicht in der Ausbildung zum Lehrer, zum Kindergartenpädagogen oder wo immer. Ernährung gibt es nicht, auch nicht bei den Medizinern. Und das ist alles schade. Und ich finde den Ansatz, Lebensmittel müssen billig sein, auch vollkommen falsch. Ich finde es sehr, sehr demotivierend, auch die ganzen Förderungen ausfüllen zu müssen. Aber gut, unser Verzicht auch noch nicht drauf. Es wäre schon einmal viel wert, wenn man nicht sagen würde, es sind Förderungen, sondern es sind eigentlich Leistungen, die für die Umwelt erbracht werden, dann hätte das vielleicht beim Konsumenten einen anderen Stellenwert, aber bei Produzenten auf alle Fälle auch. Was mir noch gelungen ist, ist, dass wir dadurch, dass wir vor den Toren Wiens leben, ich sage immer gern, wir haben ein Millionenpublikum vor der Haustür, uns auch nicht an die großen Supermärkte andienen müssen, wie es so schön heißt hätte. Und da gilt natürlich auch das Sprichwort, dann dessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe, nicht.
Das heißt, ich darf ein bisschen frech sein, weil ich ganz einfach nicht abhängig bin von Ihnen. Das geht aber nur eben, weil wir das auch riskiert haben, weil wir mutig waren. 85% der Bio-Lebensmittel werden heute auch über Wieler Sparhofer vermarktet und verkauft. Und Monopole haben für Produzenten noch nie einen Vorteil gebracht. Ich habe da ein schönes Beispiel. Ich habe da immer die Konsumenten, also uns, gesehen als Brücke zwischen zwei Pfeilern. Auf der einen Seite steht der Produzent und auf der anderen Seite steht der Konsument. Und der Handel sei die Brücke. Aber wenn natürlich jetzt es nur ganz wenig Abnehmer gibt, also sehr wenig, die zum Konsumenten gehen, dann ist das natürlich nur anzubieten, was ich auch über diese Brücke beim Produzenten bestelle. Das heißt, das Credo, das ich da geben möchte, ist, wir brauchen mehr Vielfalt auch in der Vermarktung, sagt sie sehr einfach, funktioniert aber, und wir brauchen kritische Konsumenten und Konsumentinnen. Also ich glaube, wir müssen alles viel stärker hinterfragen. Wir müssen vielleicht Exkursionen machen, also herzlich willkommen auch zu uns nach Klinzendorf. Ich glaube, was wir brauchen, ist auch den Mut, nicht alles das zu glauben, was die Politik und die Wirtschaft uns vorgibt. Weil Sie kennen vielleicht die Diskussionen jetzt über die Drahtwürmer und über diese ganzen chemischen Einsätze. Heuer war es doch erlaubt, dass man das alles ausbringt. Also es war ja heuer kein Verbot noch da. Das Verbot hat man ja für die Zukunft ausgesprochen. Aber jetzt hat man es auch schon wieder ausgehebelt und gesagt, die Bauern sterben oder gehen zugrunde, wenn es keinen Chemieeinsatz gibt. Stimmt nicht. Wenn man natürlich nur immer Monokulturen hat und Mais auf Mais auf Mais baut, dann muss das so sein. Wir brauchen kritische Konsumenten, aber wo lernt man es? Sprechende Schweineln im Fernsehen oder das, glaube ich, oder die blaue Kuh oder die lila Kuh, das zeigt die Realität meiner Meinung nach nicht. Kinder wissen heute sehr wenig. Und gebildete Menschen sagen auch schon, ich trinke keine Kuhmilch mehr, ich trinke Heumilch. Habe ich auch schon gehört, ja. Also das heißt, wir stecken in einer Phase, wo man sagt, wem bringt das was? Und ich glaube, da steckt schon ein System dahinter, weil es gibt jemand oder es gibt einige, die davon etwas haben. Ich glaube nicht, dass die Bio-Lebensmittel zu teuer sind, sondern ich glaube, dass die konventionellen Lebensmittel zu billig sind. Und ich glaube auch, dass unheimlich viel gemacht wird, um es unscharf zu machen. Weil was ist Bio? Das neue regional ist das neue Bio, heißt es heute. Aber wenn ich Sie jetzt frage, was ist für Sie regional, kriegen wir wahrscheinlich 70 verschiedene Meinungen. Die einen sagen, alles was in Österreich wächst, wenn man dann sagt, nach Vorarlberg sind 700 Kilometer, auf die andere Seite wären wir am Schwarzen Meer. Slowakei, Tschechien, das war der Obstgarten Wiens, hat es geheißen. Ich habe um Gottes Willen, aber das ist ja ein anderer Staat, das kann ja nicht regional sein. Regional ist nicht geschützt. Das Einzige, was geschützt ist, ist KBA, kontrolliert biologischer Anbau. Da stecken auch Interessen dahinter. Ich behaupte halt jetzt so, in der Landwirtschaftskammer, wo ich auch dazugehöre als Biobauer. Aber man versucht uns, alle, als Produzent, aber als Konsument, sehr, sehr zu manipulieren. Und ich würde sagen, darauf passen Sie bitte auf. Und vor Ihnen steht jetzt der vierfache Vater, wo alle vier Kinder im Betrieb mitarbeiten und ein siebenfacher, achtfacher Großvater. Und ich spreche immer so gern für eine enkeltaugliche Landwirtschaft. Und die enkeltaugliche Zukunft. Ich glaube, wir haben es alle in der Hand, aber wir müssen mutiger werden. Wir dürfen uns nicht so manipulieren lassen. Wir müssen uns interessieren, wo unsere Nahrung herkommt. Und dazu dort ist sie ein. Und wenn es noch Fragen gibt, stellen Sie es bitte. Danke. Eine schöne Aufforderung zur Diskussion, die kann ich nur weitergeben an Sie. Gibt es da schon Fragen oder
Debatten dazu. Sonst mache ich den Einstieg. Also Österreich ist biologisch bioernährbar, ist die These. Die Zahlen derzeit gehen aber ein bisschen in eine andere Richtung. Also in den letzten 10 Jahren hat es ungefähr 25% weniger Landwirtschaftsbetriebe gegeben. Die Zahl der Betriebe nimmt ab. Wenn ich recht informiert bin, sind so 16-17% der Betriebe wirtschaften biologisch in Österreich. Die Bevölkerungszahl steigt in Österreich leicht durch Zuwanderung und andere Faktoren. Also was müsste denn passieren, dass wir uns biologisch ernähren können? Ja, das, was der Gerhard schon gesagt hat, also ich meine, auch wenn die Zahl der Betriebe zurückgehen, die verbleibenden Betriebe werden größer. Das heißt, die Produktivität insofern sinkt nicht, solange nicht die Flächen jetzt stark abnehmen. Ja, zu dieser Studie, im Kleingedruckten steht natürlich, wir müssten sehr stark den Fleischkonsum reduzieren. Ja. Und das ist die Frage, das ist nicht so einfach. Wissen Sie, wie das ist mit Gewohnheiten? Gewohnheiten sind schwer zu brechen. Ich probiere das selber seit 1-2 Jahren, dass ich fleischlose Tage habe. Und ich muss Ihnen sagen, es geht. Das Problem ist, das Kochen ist aufwendiger. Ja? Wirklich, das ist meine Erfahrung. Wenn Sie mit Fleisch kochen, Sie hauen das in die Pfanne, das schmeckt fast von selber, da brauchen Sie nicht viel würzen. Ja. Aber wenn Sie anfangen mit Linsen und Reis und Erdäpfeln, dann müssen Sie schon kreativ werden, dass das schmeckt. Ja. Sie haben eine Zeit, wahrscheinlich sind wir alle schon so gewöhnt wie bei einem Kaffee, wenn Sie aufhören mit Kaffee trinken, da fällt Ihnen was. Und genauso ist es beim Fleisch, wir müssten uns umstellen. Und die Frage ist, wie sehr sind wir bereit? Aber ich glaube an diese kleinen Schritte. Ich glaube nicht daran, dass wir jetzt alle 100% Vegetarier werden. Das ist unrealistisch. Aber ich glaube, als Gesellschaft könnte man einen Weg gehen, wo wir sagen, wenn ich Fleisch esse, dann kaufe ich mir was Besseres. Ja? Dann kaufe ich vielleicht ein biologisches Fleisch oder eine so artgerechte Tierhaltung, wo die Qualität passt. Und dazwischen habe ich ein paar Tage, wo ich keins esse. Und dann geht sich das super aus. Ja? Schauen Sie, wie viel Geld wir ausgeben für unsere Autos. Oder für unser Mobiltelefon. Aber bei der Milch, wenn die um 10 Cent teurer ist, dann regen wir uns auf. Sie haben angesprochen, es geht in kleinen Schritten. Insofern beziehen sich ein Optimismus daraus. Wenn wir aber die ökologische Bedrohung für den Planeten, die Gefahr der Selbstauslöschung unserer Zivilisation mit in Betracht zieht, wenn wir den Klimawandel nicht bremsen können, geht es dann rasch genug? Und wie groß ist eigentlich der Anteil der Landwirtschaft an den Treibhausgasemissionen und in welche Richtung gehen da die Strukturen? Ja, also der Anteil der Landwirtschaft an Treibhausgasemissionen ist groß. Ja. Um Ihnen eine Zahl zu geben, damit Sie sich das vorstellen können. Die 5 größten Konzerne der Welt, die Fleisch und Milch produzieren, also es sind 3 Fleischproduzenten und 2 Riesenmolkereien, erzeugen mehr Treibhausgase als der größte Ölkonzern der Welt. Das ist Exxon. Ja? Das ist ein brasilianischer Fleischproduzent, 2 amerikanische, eine neuseelische Molkerei und eine amerikanische Molkerei. Erzeugt mehr Treibhausgase als der größte Ölkonzern der Welt mit all dem Öl, das er verkauft. Die 20 größten Fleisch- und Molkereifirmen der Welt erzeugen mehr Treibhausgas als Deutschland. Ja, das sind Dinge, das vergisst man, oder das kann man sich nicht vorstellen, aber die Dimension ist Gewalt. Was war die zweite Frage? Dieser ökologische Zusammenhang, geht es rasch genug und gibt es dann eigentlich auch zumindest auf der europäischen Ebene auch Zielsetzungen zur Treibhausgasemission in der Landwirtschaft und welche Politik ist das, die sehe ich irgendwo so nicht ganz. Ja, ob es rasch genug geht, ja. Das Problem ist, wir leben in einer Zeit, wo die Entwicklung, die technologischen Entwicklungen, die sogenannten disruptiven Technologien, ja, disruptive Innovationen, kommen immer schneller. Und zwar im Schnitt jetzt, früher war es so, ich muss jetzt aufstehen, früher war es so, dass alle 50 Jahre, wenn es schnell war, alle 30 Jahre eine Erfindung gekommen, die Welt verändert hat. Denken Sie an die Erfindung der Dampfmaschine, ja? Dann Stahl, das hat 50 Jahre gedauert. Dann kam irgendwann mal die Petrochemie und die Erdölchemie. Schöne 50 Jahre Zyklen, dann wurden es 30 Jahre. Jetzt schauen Sie mal zurück, wie alt ist Facebook, wie alt ist Airbnb, und wie alt ist Uber? Facebook ist 14 Jahre alt,
Airbnb und Uber sind 7 Jahre alt. Das sind ganz neue Geschäftsmodelle, aber die haben schon unsere Welt verändert. Wie lange haben wir jetzt das Cellphone? 10 Jahre, 15 Jahre? Schauen Sie, wie das unsere Kommunikation verändert auf öffentlichen Plätzen. Wir reden ja nicht mehr miteinander. Wir sitzen vor einer Haltestelle, schon alle auf ihr Cellphone. Ja? Im Bus, alle schon auf ihr Handy. In der Straßenbahn. Das Spannende ist nämlich, ich sag's Ihnen, was auf uns zukommt, verlangt, dass wir als Gesellschaft zusammenarbeiten und kooperieren. Und zurzeit sehe ich aber Kräfte wirken, die genau in das Gegenteil gehen. Wir vereinsamen immer mehr, wir werden immer mehr süchtig von unseren elektronischen Hilfsmitteln und wir reden nicht mehr miteinander. Und das Problem mit den Zyklen, jetzt haben wir alle 7 bis 10 Jahre, kommt die Erfindung, die unsere Welt verändert. Der Gesetzgeber macht Gesetze, die auf 30 Jahre halten sollen. Das heißt, wir müssen Regierungen bekommen und auch unsere Institutionen, die flexibler werden und die schneller reagieren und die Gesetze schneller überarbeiten. Weil sonst wird eins passieren, und ich glaube, das haben wir recht gut, denken Sie an sich selber. Fallbeispiel. Sie müssen sich verändern. Sagen wir, Sie sind die Welt. Ja? Sagen wir, Sie sind ein Kettenraucher und Sie müssen sich verändern. So ähnlich ist ja die Welt jetzt. Ja? Irgendein Umweltwissenschaftler hat gesagt, wir sind sowas wie ein Alkoholiker, der Kettenraucher ist. Ja? Und der sagt, das wird schon gut gehen. Bis dann der Herzinfarkt kommt. Ja? Und dann, aber zuerst muss der Herzinfarkt kommen. Ja? Dann überlegen wir, ich werde was ändern. Und ein bisschen so ist mein Gefühl mit der Menschheit. Wir dudeln so dahin, ja? Irgendwie wird es schon gehen. Und erst wenn es ordentlich kracht, sagen wir, das haben wir aber meistens recht gut. Ja, wir sind meistens recht gut, in allerletzten Moment das noch hinzukriegen. Und ich weiß nicht, ob wir diesmal genug Zeit haben werden. Weißt, vielleicht kann man da noch dazu sagen, wir haben ja recht viele Lenker und Steuerer. Und wenn man natürlich Sommer und Winter das ganze Jahr im klimatisierten Raum sitzt, dann sagt man so zu eh nichts geändert. Es ist ja eh alles klar, die Sonne geht auf, die Sonne geht unter, die Temperatur draußen ist immer so. Aber es hat sich verändert, obwohl ich auch ein Optimist bin. Aber es gibt ja immer theoretische Berechnungen über in den Ländern den Verbrauch von den Rohstoffen, wie viel darf verbraucht werden, um auch die ganze Welt zu versorgen. Das ist der Earth Overshoot, der war heuer in Österreich am 8. August. Also seit 8. August leben wir eigentlich von den Hypotheken und von den Anleihen der nächsten Generationen. Wir haben am 8. August unsere Rohstoffe eigentlich verbraucht. Und wenn alle so leben würden auf dieser Erde, dann würde der zweite Erde ja schon immer mehr reichen, dann braucht man ja schon bald der dritte. Und ich glaube, es ist natürlich so, aber wer ist denn da verantwortlich auch? Natürlich sind es in erster Linie wir, weil wenn wir darauf warten, bis die Politiker entscheiden, ich glaube, dann sind wir vielleicht verlassen. Die Helga Kramp-Kolb hat jetzt bei einem Referat, das ich gehört habe, gesagt, unlängst, also 10 Jahre, die nächsten 10 Jahre sind ganz, ganz entscheidend, was sich da verändert. Aber Veränderung sollte und muss stattfinden. Und ich bin auch der Meinung, es muss ja gar nicht in die Richtung gehen, dass man vielleicht auf Genuss verzichtet. Vielleicht das Schnitzel nicht jetzt als Hauptspeis, vielleicht den Kartoffelsalat oder den Vogelkartoffelsalat oder was immer. Und ein kleines, gutes Schnitzel dazu. Ich trinke auch gerne mein Bio-Bier und mein Bio-Wein. Aber ich glaube, was wir brauchen, das ist die Vorbildwirkung. Und das sind wir alle selbst. Und vielleicht noch ein Beispiel, weil über Milch gesprochen worden ist. Ich war jetzt ganz aus den Socken, ich bin kein Milchbauer. Aber was glaubt ihr, wie hoch der Selbstversorgungsgrad Österreichs mit Milch ist? 160%. Ja. Und was sagt man? Wir müssen die Leistung der Kühe erhöhen. Wir müssen ihnen noch mehr Kraftfutter geben. Wir brauchen billige Preise. Und die Menge müssen wir erhöhen. Was passiert dann mit der Milch? Die wird zur Trockenmilch gemacht und wird dann exportiert nach Afrika oder wo immer hin und zerstört dort die örtliche Landwirtschaft und die örtliche Wirtschaft. Und ich glaube, das ist nicht gut. Und vielleicht ein positives Beispiel, was glaubt ihr, in Österreich der Anteil der Biobauern am größten ist? In Salzburg.
weil die draufgekommen sind, dass die Allianz zwischen Biobauern und dem Fremdenverkehr eine ganz zukunftsträchtige Allianz ist. Und darum habe ich Hoffnungen gehabt, wie es jetzt die neue Regierung gegeben hat, weil das Ministerium ist ja auch wieder um viel Geld umbenannt worden, zumindest die Tafeln. Aber leider hat sich da auch noch nicht viel geändert. Also es gibt ja Wege, aber ich glaube, es ist nicht nur jetzt die Regierung gefordert, wir sind Konsumenten und wir haben es jeden Tag im Geldbeutel, weil es jeden Tag eine Wahl ist. Wofür gebe ich meinen Euro ab? Fürs Billigfleisch, das dazu veranlasst, dass den Tieren grauslich geht, dass die Umwelt zerstört wird, weil den Supermarktkassenzettel, das ist ja nicht die Preiswahrheit, das ist ein Preis, der halt ganz einfach irgendwo diese ganzen externen Kosten und das alles nicht drinnen hat. Und ich glaube, wir sind auch gefordert, mit dieser Preiswahl, die wir jeden Tag haben. Ja, ich habe Gott sei Dank die erste Wortmeldung aus dem Publikum. Die Renate lässt uns nicht im Stich. Ich habe eine Frage genau in die Richtung, Gerhard, was du gesagt hast. Der richtige Preis. Die Aktionistin hat ja, glaube ich, dazu geführt, dass Menschen nicht mehr wissen, was Butter oder anderes kosten muss. Und vielleicht gelingt es uns, eine Plattform zu schaffen, wo man sagt, okay, wenn man in Österreich verantwortlich und ökologisch produzieren will, dann muss ein Kilo Schweinefleisch, ein Kilo Rindfleisch, was auch immer. Also man muss sozusagen eine Preistabelle zu machen, wo man sagt, was darunter ist, dann zahlen wir drauf. Also ich glaube, wir brauchen ja schon Dinge, wo wir den Leuten nicht nur mitgeben, wir sollten was ändern, sondern auch eine Chance, dass sie konkret was tun, dass sie sich wo festhalten, weil ich glaube, die Nähe zur Landwirtschaft ist einfach nicht mehr so groß. Kriegen wir sowas auf die Reihe? Ich bin dabei, darf ich das einmal so sagen, es ist ja beschämend, und das sage ich jetzt als Biobauer, der wirklich auch immer wieder sagt, Beispielwirkung. Es ist beschämend, wenn man oft sieht, wie sich viele Biobauern auch ernähren. Also ich bin ja dafür, dass es nicht nur eine Kontrolle am Feld gibt, sondern ich bin der Meinung, dass man ganz einfach auch die Kontrolle im Kühlschrank machen muss, weil es eigentlich eine Schande ist, ja, wenn ich als Biobauer mich mit einem billigen Schrott ernähre. Und es gibt da Beispiele aus dem Markfeld und herzlichst willkommen. Also ich kann Ihnen auch erzählen, dass es riesengroße Zwiebel, zum Beispiel eine Tante, ich werde keinen Namen nennen, die kommt zu uns und kauft bei uns eine Bio-Zwiebel. Und meine Frau sagt zuerst, Tante, du wirst, hast du eh so viel Zwiebel zu Hause. Glaubst du denn easy? Das ist ganz einfach diese Gespaltenheit, in der wir leben, hat mit Information zu tun, hat mit Mut zu tun und hat natürlich auch mit Lobbyisten zu tun. Und ich möchte eins noch sagen, also wir betreiben jetzt einen Betrieb mit 140 Hektar. Wir haben 120 Mitarbeiter, das ist heute schon genannt worden. Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen, es geht gut, die Herausforderung ist riesengroß, weil ich natürlich auch der Meinung bin, dass wir ein vollkommen falsches Steuersystem haben, weil ich zahle für die 120 Leute einen Haufen Lohnnebenkosten und bin aber ein klassischer Kapitalist, weil ich ja Grund und Boden habe. Ja, ich könnte mich hinsetzen und könnte sagen, wir deppert alle sind, die arbeiten. Aber das mache ich nicht, weil eben diese Beispielwirkung da ist. Und ich behaupte, warum bin ich stolz auf diese Größe? Weil es auch so ist, dass es meine Herausforderung ist, auch zu zeigen, dass biologische Landwirtschaft mechanisiert sein kann, dass wir Biobauern schon vor die Bäume runtergekommen sind. Also wir arbeiten auch fortschrittlich und das ist auch eine Äußerung, die ich immer der Industrie weitergeben möchte. Also sie müssen ja nicht gleich zusperren dann, wenn sie neue Produkte vielleicht andenken. Wir brauchen ja Betriebsstoffe, wir brauchen Hilfsstoffe und so weiter. Wir brauchen Forschung. Wir brauchen nur intelligente Forschung und nicht immer mehr vom Alten oder vom Gleichen. Und ich glaube, das dort neigen wir halt dazu, die Kuh so lange zu melken, wie sie Milch gibt. Und das ist aber sehr, sehr, sehr bedrohlich. Und ich glaube, man muss mutiger immer sagen, fordern. Aber natürlich ist es so, dass wir halt in einer Zeit leben, wo wir ja dazu auch Zeit brauchen. Und die haben wir halt alle nicht, weil wir alle unter Druck stehen. Und weil wir natürlich auch Angst haben. Angst ist ja doch auch ein guter Hebel, zu sagen,
aber ihr werdet schon sehen. Ihr werdet schon sehen, wenn ihr das nicht macht, was ich sage. Ja, danke. Ah, bitte. Ganz kurz, der Kurt Weinberger, der Chef der Hagelversicherung, hat eine Aktion ins Leben gerufen, die heißt Bodenlos macht Brotlos. Und von vielen führenden Politikern, auch unseres Landes Niederösterreich, wurde diese Aktion unterschrieben. Jetzt sage ich auf der einen Seite, ich kann mich nicht erinnern, dass in Niederösterreich einmal ein Quadratmeter Boden verbaut wurde, ohne dass er nicht legalisiert wurde. Jetzt haben wir auf der anderen Seite Politiker, die unterschreiben, das sind sehr namhafte Leute in Niederösterreich, das kann man alles nachlesen im Netz, die sagen, bodenlos macht brotlos, ihr habt vollkommen recht, das ist ein Wahnsinn, dass wir jedes Jahr so viel verbauen, wir verbauen in einem Jahr in Österreich 0,5% Ackerfläche. Das heißt, wenn wir so weiter wirtschaften, haben wir in 200 Jahren keinen Acker mehr. Wir haben in den letzten 60 Jahren die Ackerfläche von Oberösterreich verbaut. Und auf der anderen Seite wird permanent legalisiert, durch Gemeinden, durch Land, durch Bund, den Acker zu verbauen, die Flächen zu verbrauchen. Das heißt, man muss sich wirklich entscheiden, wo möchte man hin? Möchte man schützen oder möchte man es verbauen? Und unsere Politiker, ihr könnt das im Netz nachlesen, sind auf der einen Seite für bodenlos macht brotlos und auf der anderen Seite legalisieren sich. Wir haben in den letzten Jahren Fleisch liberalisiert, Zucker liberalisiert, die Milch liberalisiert und jetzt fordern alle ein, regional einzukaufen, eine Herkunftsbezeichnung und regional zu handeln. Und gerade letzte Woche hat der Landtag von Niederösterreich Gesetze beschlossen, wo wieder regional einkaufen muss und aufgefordert wird, Herkunftsbezeichnungen zu geben, weil die Liberalisierung der letzten Jahre fällt ihnen auf den Kopf. Und in diesem Spannungsfeld leben die Konsumenten und wissen schon langsam nicht mehr wirklich, was ist jetzt richtig. Du, vielleicht darf ich dazu sagen, also wie wir gestraft werden zum Beispiel, ja, wir sind gestraft worden, weil bei Dinkelnudeln ein Doppelpunkt gefällt hat. Wirklich Dinkelnudeln, Doppelpunkt. Ich habe eine Viertelstunde gebraucht, bis ich kapiere, worum es geht. Aber kauft euch ein Maß und wie die ganzen Regeln heißen, könnt ihr das lesen? Ja, warum darf das sein? Also es wird mit vollkommen anderen Messlatten gemessen. Die einen, die halt greifbar sind, die halt da sind, die vielleicht versuchen, etwas Widerstand zu leisten, die werden halt gestraft und die straft halt so ab, bis irgendwann einmal auch die Freiheit verlieren drauf. Das hat ja auch ein System. Und alle anderen, die richten sich, warum steht denn nicht drauf, was drinnen ist, ob da jetzt ein gentechnisch verändertes Soja drinnen ist und das alles. Warum lassen wir uns das wirklich alles gefallen? Aber es ist so, dass sich diese Lobby dagegen schützen kann. Und ich meine, weil du das jetzt so schön sagst, gestern haben sie ein ganz tolles Gesetz verabschiedet oder vorgestern, dass es ja jetzt einen Ombudsmann für die armen Bauern gibt, die an die Supermärkte liefern müssen. Aber jetzt frage ich einmal, Aktionitis und Rabatitis, also der Herr Biller, der Herr Spahn, der Herr Hofer werden es nicht aus dem eigenen Sack zahlen, die Aktionen. Ich glaube, da wird sich nicht verändern. Und auch wenn es anonym ist, aber mir fehlt der Glaube, die Botschaft hört dich wohl, aber mir fällt der Glaube dran. Darf ich was zu dem Thema sagen? Die Regionalisierung, das haben Sie sehr schön angesprochen, ist ja eine Gegenbewegung zur Globalisierung. Ja? Weil wir jetzt 30, seit dem Mauerfall, seit der Kommunismus weg ist, ist die Globalisierung losgetreten. Das hat angefangen mit den Finanzströmen, dann mit den Warenströmen. Alles wird über die ganze Welt transportiert und gehandelt. Die EU hat sich zudem auch verpflichtet und dadurch sind wir jetzt auch ein bisschen gebunden, dieses Spiel mitzuspielen. Aber die Konsumenten und die Firmen reagieren mit dem Gegentrend der Regionalisierung. Warum? Weil viele Menschen von uns mit diesen globalen, anonymen Produkten nichts anfangen können. Vor allem nicht bei Lebensmitteln. Deswegen steht der Wunsch nach Heimat. Ich kaufe ja regional, weil mir gibt es ein Gefühl der Identität. Wenn Sie reisen, wenn Sie irgendwo mal 10.000 Kilometer weit weg sind von zu Hause, wissen Sie, was als Österreicher als erstes vermissen? Das Brot, genau. Weil Essen und Lebensmittel sind Teil von dessen, was wir sind. Und wir alle sind ja Konsumenten und jeder von uns, wie der Gerhard gesagt hat, wir entscheiden jeden Tag, wenn wir einkaufen, ein bisschen, wie wir die Welt wollen. Wie wir wollen, dass die Welt sein soll. Bewusst oder unbewusst. Und viele Menschen, vor einem Monat war in Ö1, sehr interessanter Arzt, der gesagt hat, er möchte jetzt eine Bewegung gründen in Österreich, die mehr in der Kreislaufwirtschaft denkt. Und ich glaube, das ist etwas, das wir alle anwenden können. Ja?
gebe mein Geld für etwas aus, das in der Nähe arbeiten kann. Bringe mein Geld zu kleinen Firmen, zu Menschen, wo ich weiß, der lebt da. Und der investiert es wieder da in der Gegend. Und dasselbe bei Lebensmitteln. Ja? Wenn wir Studien machen, Konsumenten fragen, warum kaufen sie beim Bauern ein? Da sagen sehr viele, weil ich die Kreislaufwirtschaft unterstützen will. Weil diesen Menschen, weil ich will, dass das Geld in der Region bleibt. Und ich finde, das ist schon mal ein ganz simpler Ansatz, den jeder von uns verfolgen kann. Ja, ich habe eine Frage. Haben Sie schon eine Studie gemacht, was man dagegen tun kann, gegen den Landverbau? Ja, der Landverbau, das ist ein systemisches Problem. Da müsste man die Entscheidungsstrukturen und das System ändern, wie heutzutage entschieden wird, dass agrarische Flächen umgewidmet werden dürfen. Das Problem derzeit ist, dass die Bürgermeister zu viel Macht haben. Ja? Und das sind ja auch nur Menschen, verstehen Sie? Der ist im Dorf ja auch ein Druck ausgesetzt von den ganzen Interessen, die lokal auf ihn einwirken und sagen, du, wir brauchen das, wir brauchen jetzt den Gewerbepark oder wir brauchen den 14. Supermarkt jetzt vor der Haustür und das Wettbüro. Ja? Aber es sind ja die Straßen, ne? Das heißt ja versiegelt, das wird versiegelt, nicht nur verbaut, sondern versiegelt. Und wenn man heute so schaut, das ist doch in den Gärten, was ich weiß von meiner Schwiegermutter, heute Parade-Biobäuerin, aber der Hof hat müssen gepflastert sein oder der Hof hat müssen asphaltiert sein. Und Fortschritt ist, der Tropfen Öl und der Hernerdreck ist schlecht. Was sagt da der Nachbar? Ich meine, das ist der Wertwandel, wo man sich die Frage stellt, wer hat was davon und wer hat das initiiert und inszeniert. Also bei uns in Klinzendorf gibt es keinen Bauern mehr, der ein Gartl hat, wo er selber reingeht. Der weiß ja gar nicht mehr, was aktuell ist und was wächst grundsätzlich. Der macht eigentlich nur das, was ihm halt ganz einfach auch der kleine Grat und der kleine Bereich, der ihm bleibt. Und da fahren sie halt lieber zum Bilder, Spar und Hofer, die soll er hassen, weil das ist Fortschritt. Ja. Also es gehören die Gesetze geändert. Das liegt an der politischen Entscheidungssystem. Ist irgendwas angedacht bei der Politik jetzt schon, weiß man was? Also ob da ernsthaft darüber diskutiert wird, da bin ich kein Rechtsexperte und auch kein Politikexperte. Ich wünsche es mir. Aber wissen Sie, wenn wir darüber diskutieren in der Bevölkerung, das ist der erste Schritt. Der erste Schritt zur Veränderung ist, dass wir uns bewusst werden, dass es verändert kann. Schönen guten Abend, mein Name ist Sigmund Rappel. Vielen herzlichen Dank für den Vortrag und vielen herzlichen Dank auch für den Einblick in die Arbeit eines mittlerweile, glaube ich, berühmten Biobauern. Na, glaube ich schon. Es gibt eine ganze Reihe von Aspekten. Wir haben heuer im Frühjahr Wassermangel gehabt im Weinviertel und im Waldviertel. Es gibt eine ganze Reihe von Experten, die sich mit dem Thema Wasserqualität und so weiter irgendwie beschäftigen. Wir wollen Wasser für die Landwirtschaft, Wasser für die Energieerzeugung. Ich vermisse bis heute eine bundesländerorientierte, geschweige denn eine nationale, geschweige denn eine internationale Wasserstrategie, dass man sagt, okay, wo wollen wir eigentlich in 5 oder 10 oder 20 Jahren eigentlich unser Wasser haben angesichts der klimatischen Veränderung? Was bedeutet das für uns? Es bedeutet einen Zusammenhang mit der Regionalentwicklung, ganz besonders mit Ortsentwicklung. Es bedeutet auch einen Zusammenhang mit landwirtschaftlicher Nutzung. Ich war voriges Jahr bei einer Veranstaltung zum Thema der Landwirtschaftskammer. Die Biobauern da drinnen sind regelrecht angegriffen worden, wo es um das Thema auch Wasser unter anderem ging. Da frage ich mich natürlich auch, ist das jetzt ein Kopf in den Sand stecken? Sind die Menschen alle gekauft oder sind sie schließlich professionell dumm? Wir haben heuer einen Zuwachs, 2017 gab es einen Zuwachs von 1 Million neuer Händler bei Amazon. 45% davon sind Chinesen. Diese Chinesen allerdings liefern steuerfrei und über Amazon. Deutschland alleine hatte damit einen Entgang von 15 Milliarden Euro Steuergeld. Die Lösung? Ganz einfach. Man ändert das Steuersystem, die Briten haben das durchgemacht. Innerhalb einer Woche war das Thema erledigt. In Österreich gibt es nicht einmal, dass das überhaupt ist. In Deutschland gibt es ein Bewusstsein dafür. Woher diese Information? Mein Spätzl, die Informationsquelle ist Österreichs größter Händler bei Amazon. Also ich sehe hier eine ganze Reihe von Informationen, das Wissen ist da. Nur frage mich, was braucht es, wenn wir Menschen uns mit dieser Thematik beschäftigen müssen? Da oben haben wir teuer bezahlte Expertinnen und Experten, politische Vertreterinnen, die alle möglich durch die Gegend rennen. Dann haben wir hier die Experten in jedem Land wahrscheinlich vor Ort.
Also entweder sind diese Menschen, die uns leiten und führen sollen, an Leib und Leben dermaßen bedroht, dass sie sich nicht mehr getrauen, oder sie sind Feiglinge, oder sie sind professionell dumm. Ich wünsche mir eine Zukunft, in der wir auch in 20 Jahren darüber miteinander reden können, diskutieren und uns freuen, dass wir 90 Jahre Frieden in diesem Europa haben. Danke. Also es wird überall was dabei sein, glaube ich. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, natürlich auch mit diesen ganzen schnelllebigen Zeiten. Also die ganzen Entscheidungen, die auf den nächsten 10 Jahren sind, die wird ja der Politiker gar nicht mehr erleben. Also jetzt erleben, nicht jetzt vom Leben her, sondern von seinem Zyklus heraus. Und das ist natürlich auch ein Problem. Und ich glaube, es ist ja immer das, es heißt ja immer, jedes Volk hat ja auch die Politik, die es verdient. Aber ich glaube, du hast das gesagt, Reiter, ich finde, der erste Schritt ist ja, dass Sie heute da sitzen und nicht jetzt, weiß ich nicht, beim Rapid-Mensch-Fernsehen oder was immer. Ja. Also es ist auch schon wichtig, dass man sich selber interessiert und dass man halt ganz einfach, wenn es kalt draußen ist, auch die Füße oder den Willen auch hat, etwas zu unterstützen. Und ich meine, es ist ja ganz ein tolles Publikum und eine gut besuchte Veranstaltung. Und ich finde, es ist ja das Interesse da. Ja, wenn da jetzt keiner da sitzt hat, dann wäre es noch bedrohlicher. Stimmt. Eins möchte ich noch ergänzen. Ein vierter Aspekt ist die Komplexität des Systems. Ja? Was wir nicht vergessen dürfen, ich denke mal oft, warum wird jemand Politiker? Ich weiß es nicht. Ja? Nein, weil ich würde den Job nicht haben, sage ich ehrlich gesagt. Ja? Weil wir leben. Das Dilemma, das wir haben, ist, dass Entscheidungsprozesse in Demokratien länger dauern als in Diktaturen. Ja? Und ich war vor einem Monat bei einem Vortrag vom FEF zum Thema Wasser und da ist ein Zuschauer aufgestanden, auch in der Diskussion, und hat gesagt, wir brauchen eine Ökodiktatur. Ja? Und ich habe mir das angehört und jetzt Christen und ich sage ihnen was, ich will keine Ökodiktatur. Ja? Auch wenn die Gefahr ist, dass wir als Demokratien unsere Entscheidungen zu lange dauern, weil jeder mitredet, das ist ja das Dilemma. Jeder redet mit, jeder hat eine andere Position. Ja? Die Bauern, eine andere als die Industrie, dann wieder die Gewerbe, dann haben wir die Kirchen, was weiß ich, was alles. Ja? Aber wir haben keine bessere Form. Eine Diktatur ist das Letzte, was wir uns wünschen. Ja? Auch wenn der vielleicht am Anfang ein lieber Typ ist, der in Jesus Patschern kommt und sagt, ich bin Vegetarier und ich meditiere 3 Stunden am Tag. Ja? Ich sage es Ihnen, ja, später macht die Entscheidung, die keiner von uns will. Also das müssen wir auch ein bisschen akzeptieren, dass wir Systeme haben, die hochkomplex sind und Entscheidungen dauern einfach länger. Aber was Sie mir aus der Seele reden, ist die Besteuerung. Wir haben ja so viele Baustellen. Nicht nur die Umwelt, nicht nur Klima, nicht nur Wasser, nicht nur Landwirtschaft. Wir müssen das Steuersystem reformieren und da erwarte ich mir von Europa, dass die wirklich hergehen und die multinationalen Konzerne an die Kantare nehmen. Es kann nicht sein, dass Apple und Facebook und Google in Europa keine Steuern zahlen. Und dass die Politik dann sagt, wir machen eine Registrierkassenpflicht für die kleine Friseurin. Ja? Ich meine, das ist ja ein Chuzpe. Das ist ein Schlag ins Gesicht von jedem kleinen Gewerbetreibenden. Richtig? Ich glaube, es gehört vielleicht auch eben dieser Mut, über den ich selber gesprochen habe. Ich möchte jetzt nicht fragen, wer schon bei Amazon bestellt hat, weil ich glaube, wenn man ehrlich war, dann müsste fast jeder aufzeigen. Es ist praktisch. Die Menschen sind kreativ und ich behaupte jetzt was und auf das bin ich sehr stolz und vielleicht ist das jetzt Werbung für uns. Schaut euch unseren Webshop an. Also ich behaupte, dass unser Webshop besser ist als der von Amazon. Die Werbeeinschaltung lassen wir jetzt durchgehen. Darf ich noch eine Frage stellen, weil Sie gesagt haben, also wir sind ja heute beim Thema Lebensmittel und ich finde es total schade, dass die Kinder nichts mehr oder wenig lernen über Lebensmittel und auch über Kochen. Wo sehen Sie da eine Chance oder ist das, also ich glaube, es ist schon irgendwie von der Industrie und von allen gesteuert, dass sie nichts mehr kennen, das Fleisch ist schon alles in Würfel und verschiert, die brauchen es nicht mehr ins Pfandl hauen und das
selbst das Gemüse wird schon geschnipselt. Also wie könnte man das wieder ein bisschen in die andere Richtung bringen? Ich habe den Herrn Professor gefragt, ob ich da etwas drauf habe. Also bei uns auch, es ist jetzt keine Werbung, ja, aber wir machen, wir machen sehr, sehr viel für Kinder. Also wir sind nicht nur Exkursionsbetrieb, wo im Jahr 130 Exkursionen hinkommen, sondern wir machen auch Kinderpartys. Und man kann alles bei uns buchen, kostet alles ein Geld, weil ich sage, warum soll man Kinderpartys nur McDonalds überlassen? Also es heißt, wir sind schon auch gefordert, nicht nur zu sitzen und zu jammern, und gut, das wird eh schon wieder, sondern wir müssen uns auch mehr trauen. Und ich glaube, wenn man sich dann traut, dann passiert auch etwas. Und vielleicht noch ein Wort zu steuern. Also wenn ich mit Politikern spreche, und das tue ich ja ganz gern, sage ich immer, steuern kommt ja von Steuern. Das Wort steuern, also man könnte ja mit Steuern steuern. Ja, aber was tut man? Genau, man steuert eben ganz einfach die, die eh schon sich schwer tun, ja, und die Kosten, die steuert man halt nicht. Aber das traut sich auch keiner und ich glaube, der Wunsch ist gut, nur die Lobbys sind ja Wahnsinn. Ja, und da steckt schon eine unheimliche Macht dahinter. Geld. Warum kann man heute mit Finanzkapital wesentlich mehr Geld verdienen, als mit einer ordentlichen Landwirtschaft? Ja. Ganz klar, das ist ja auch nicht normal. Und wenn man heute ganz einfach bei Wetten, also es sind ja Wetten, auf steigende Aktienkurse oder fallende Aktienkurse so viel Geld machen kann, das ist ja schon besartig. Ja, ich freue mich, dass der andere uns kund geht, weil dann verdiene ich viel Geld drauf. Aber ist das gesund? Zum Thema Kinder. Es gibt Schule am Bauernhof zum Beispiel. Also es gibt schon Initiativen, wo die Landwirtschaftskammer mit Bauern zusammenarbeitet und die Klassen auf die Bauernhöfe bringt, was ich ganz toll finde. Natürlich die Eltern sind gefordert. Wir müssen Urlaub am Bauernhof. Wenn sie Kinder haben, machen sie einmal Urlaub am Bauernhof. Da sehen die Kinder im Urlaub, was sie dort am Bauernhof. Und sie haben wirklich recht, wir verlieren den Bezug zur Landwirtschaft immer mehr. Und je weniger Menschen wissen, wie Lebensmittel produziert werden, umso schwieriger wird es, darüber zu reden. Dabei hat die Landwirtschaft so viel wunderschön Sinnliches zu bieten. Ja? Der ganze Dreck und wie das stinkt und wie das riecht und duftet, das hat ja auch was Positives. Wissen Sie, was ich meine? Wir leben so keimfrei, dass wir Allergien nach der anderen kriegen, Allergien nach der anderen, nicht mehr wissen, wie wir damit umgehen sollen. Aber die Landwirtschaft, wir müssen dann wieder kommunizieren, dass es was Sinnliches ist. Ja? Barfuß gehen. Denn über die Wiese rennen, für ein Viech berührt. Und das sind die Engländer ja viel weiter. Nicht? Die haben ja zwei Ausdrücke. Die haben ja Dust und Soil. Also, ich glaube, das ist jetzt so. Nicht? Also, Dust ist der Schmutz und Soil ist eben die Erde, der Ackerboden. Aber bei uns, wir sind ja heute auch die Lehrerinnen, wenn sie mit einer Kiste und Groschen, weiß ich nicht, irgendwas, Karotten, irgendwo in eine Klasse reingingen oder die glauben, das ist jetzt, da ist jetzt der. Wir müssen jetzt gleich in Kampfdienst holen, der das alles desinfiziert, ja? Weil das ja nicht sein darf. Aber wo lernen sie das, die armen Kindergärtnerinnen? Die wissen ja auch nicht, damit umzugehen im Endeffekt. Ja? Und da muss man halt einmal hinschauen. Und ich sage immer, wenn man heute Matura hat, ich habe es auch gemacht, zum Mond, die Flugbahn zum Mond kann man berechnen, eine Parabel. Aber wie Landwirtschaft funktioniert, hört man nicht. Und man weiß auch heute nicht, dass wenn ein Gewitter drüber zirkt oder was, dass die Ernte dann kaputt ist. Natürlich kann es sein, dass man hagelversichert ist, also wirtschaftlich, aber bis es wieder eine neue Ernte gibt, dauert es ein Jahr, und wenn ich Saatgut auch noch selber produziert, 2 bis 3 Jahre. Das ist so. Und wenn man in den Supermarkt reingeht, gibt es das ganze Jahr immer alles. Wer weiß denn heute noch, was saisonal ist, was wirklich jetzt Saison hat. Zum Thema Kochen wollte ich noch sagen, es gibt Wissenschaftler, die sagen, das Kochen hat uns zum Menschen gemacht. Ja? There's no beast that cooks. Hat der Böhmermann gesagt. Es gibt kein Tier, das kocht. Ja? Das ist eine Kulturleistung. Und heutzutage schauen wir länger Kochsendungen, ja, im Schnitt, als wir kochen. Stellen Sie sich mal vor. Und das Kochen ist für mich mittlerweile ein politischer Akt. Ja? Jeder, der kocht, entscheidet selbst darüber, was auf seinen Teller kommt. Jemand, der andere für sich kochen lässt, gibt diese Entscheidung ab und wird abhängig. Ja? Mit allen Konsequenzen.
Wir haben da noch eine Wortmeldung. Ja. Ja, als Vertreter einer Schule, und zwar der Landmittelschule hier in Ernstbrunn, der Öko-Landmittelschule, muss ich eine Sache schon zurückweisen. Es stimmt nicht ganz, dass die Kinder gar nichts hören von dieser ganzen Sache. Ich bin ein bisschen enttäuscht von der Gebietsbäuerin Ingrid Stacher, die selber da Kurse in der Schule abhält. Wir sind in der Volksschule Naturparkschule, machen ganz intensive Sachen mit den Kindern, auch in den Leiserbergen natürlich, dass sie jetzt auch Naturpark ist. Wir machen in der Mittelschule ganz, ganz viele Projekte in die Richtung. Wir sind bei der gesunden Schule dabei. Wir machen gesunde Jause, gesunde Ernährung, arbeiten da mit der örtlichen Bäckerei zusammen, verwenden Vollkornprodukte und so weiter und so fort. Versuchen, beim Mittagstisch haben wir leider zu einem Caterer wechseln müssen, versuchen aber auch da, dass wir einen Fisch-, einen Fleischtag, einen Süßspeisentag, einen vegetarischen Tag haben, jede Woche. Also da passiert schon was. Ich bin bei Ihnen, dass mehr geschehen kann. Das ist unbedingt, da bin ich voll bei Ihnen. Ja. Aber dass nichts passiert in den Schulen, weise ich zurück. Also entschuldigen, es zeigt aber wieder, es sind Eigeninitiativen. Sie als Direktor, Sie haben sich da durchgesetzt. Aber wie heißt es so schön, wenn Sie nach Wien kommen, Wien ist anders. Dort funktioniert das oft ganz, ganz anders. Ja, dort, wir haben heute einen Vortrag in Ernstbrunn und alles andere. Gottfried? Erstens bedanke ich mich einfach ganz herzlich bei unserer Gesellschaft Windkraft Simonsfeld für die Initiative. Das taugt mir einfach, dass ihr wichtige gesellschaftspolitische Themen einfach anspricht. Ja. Und das finde ich einfach sehr wichtig und auch wirksam. Ich komme aus dem Waldviertel, aus in der Nähe von Horden, bin selber Besitzer von einer Handvoll Grund und Boden, die von einem Biobauern, zuerst von einem biologisch dynamischen und jetzt von einem Erntebauern bewirtschaftet wird, wo ich einfach sehr glücklich bin drüber. Und ich sehe zwei konkrete Lösungen. Vielleicht kann man voranregen, dass man bewusster gemeinsam die erneuerbaren Energiebewegung mit den Biobauern energievolle Land, Lebensmittel sozusagen oder energievolle Ernährung umsetzt und ein gutes Bier und einen guten Wein dazu trinkt. Da fällt mir ein, ein paar Lehrer in einer Schule haben gesagt, wenn ich etliche 4 oder 8 Wein trinke, habe ich den nächsten Tag einen Sonnenbrand und da merkt man, da ist gespeicherte Sonnenenergie im Wein drinnen. So ein kleines Scherzel am Rand, das ist für mich einfach ein schönes Symbol. Und zweitens, am 5. November 78, also vor 40 Jahren, haben wir gemeinsam in Österreich ein AKW verhindert. Und das ist für mich ein hoffnungsvolles Zeichen. Ja? Und ich weiß schon, es geht viel in die verkehrte Richtung, in vielen Dingen. Ja? Aber Gerhard, du hast ja mit dieser Bürgerbeteiligung, mit der Solarenergie aber so in Bewegung gesetzt. Der Heini Staudinger hat 15.000 Anteile sozusagen auf den Weg gebracht. Und auch viele Energiestammtische haben sozusagen auch etwas auf den Weg gebracht. Und diese Kombination von Energie und Ernährung, glaube ich, bringt uns weiter. Und vielleicht können wir da ganz bewusst dran knüpfen. Und eine kleine Werbeeinschaltung, der nächste 210. Waldviertel Energiestammtisch ist am 6.12. am Wegwartehof. Das ist ein biologisch dynamischer Hof bei Göpfritz. Danke. Ich möchte aber noch sagen, Dankeschön. Wir haben wirklich diese Ausschüttung, wir haben Photovoltaikanlagen bei uns finanziert mit Kundenbeteiligung, aber ich bin bei der FMA im Köller gesessen und ich habe mir gedacht, wie ich da jetzt wieder rauskomme. Also, ja, also das ist, wir haben schon, wir müssen uns schon fragen, wer sind die Geister vor? Ja, sagen wir so, es kommen uns schon verdammt viele entgegen. Aber es ist ja ab nächster Woche diese Klimakonferenz und vielleicht schaffen wir es da auch noch sozusagen wirklich auch von vielen Kanälen auch das zu artikulieren und das einzufordern. Und die katholische Aktion, die neue Führung, hat einfach für nächstes Jahr eine ökologische Initiative in Richtung ökologische Steuerreform, also auch klar angedacht als Ziel. Und es gibt ja Klimavolksbegehren nächstes Jahr oder auch verschiedene Initiativen. Und ich denke, wenn wir diese Kanäle in verschiedener Weise bespülen, selber konkret was tun und einfordern, dann kommen wir meiner Meinung nach weiter. Danke.
Also ich glaube, es ist ja unbestritten, dass wir uns es nicht leisten können, die Hoffnung zu verlieren. Insofern möchte ich fragen, werden diese Bewegungen von unten, die Grassroots-Bewegungen, die vielen Initiativen, wird es stärker, wird es mehr, tut sich da was? Spürst du wahrscheinlich Kundenzuwächse, also höhere Sensibilität bei den Konsumenten? Was tut sich da, dass wir was Positives in die Schlussrunde vielleicht unserer Diskussion mitnehmen? Ja, nein, das finde ich ganz wichtig, dass wir mit einem positiven Ding und auch mit einem Lösungsansatz in die Zukunft gehen. Und ich glaube, wir brauchen sowas. Wissen Sie, unser Dilemma ist, wenn wir die Nachrichten aufdrehen, hören wir jeden Tag schlechte Nachrichten. Ja? Wir hören immer nur schlechte Nachrichten. Aber gleichzeitig passiert unglaublich viel Gutes. Und gerade in Österreich, und zum Beispiel, dass Sie heute alle da sind, ist so etwas Gutes, was passiert. Und ich glaube schon sehr stark an dieses, man auf Englisch sagt man bottom up, also das von unten. Das, es gibt so viele, in CNN haben sie eine Serie, die heißt CNN-Helden. Ja? Sowas würde man gern für Österreich wünschen oder für Europa, dass man hier und da im Fernsehen Menschen vorstellt, die ein Herz haben, die eine Leidenschaft haben für das, was sie tun und die was bewegen zum Positiven. Und ich glaube, es passiert so vieles, nur wir kriegen es nicht mit. Ja? Und die meisten Prognosen, das will ich Ihnen auch noch mitgeben, die meisten Prognosen, schon vor 100 Jahren, die gesagt haben, wir werden alle verhungern und wir werden alle untergehen, waren falsch. Das heißt, es gibt Hoffnung. Ja, ich kann vielleicht nur ein Wort noch dazu ergänzen, Mut. Ich glaube, wir müssen vielleicht mutiger werden. Ich glaube, wir müssen vielleicht da ein bisschen schärfer werden, wir müssen kantiger werden. Ich bin auch sehr, sehr optimistisch, weil es ist die Herausforderung meiner 8 Enkelkinder, dass ich mir nicht irgendwann einmal anhören muss, Opa, was hast du denn da gemacht? Ja. Ja, danke. Also ich würde jetzt dann so eine Schlussrunde heute einleiten. Ich sehe noch eine Meldung. Sie sprechen immer an den Wert des Lebensmittels. Wie geht es davon aus, Sie verkaufen Erdbeeren und Zwiebeln? Ja? 65 Kulturen haben wir. Okay, na ja, gut. Jetzt verkauft ein Bauer seine Erdbeeren und seine Zwiebeln. Was ist da als Preis angemessen? Sagt bei uns der Regional in der Gegend. Und wenn jetzt diesen Zwiebel oder den Kartoffel in Tirol beim Billa oder beim Rewe kaufen, das steht oben Zwiebel aus dem Machfeld, ist das dann auch regional? Der Kunde selber entscheiden. Ich bin auch sehr Gegner, dass man etwas verordnet. Ich glaube, das funktioniert überhaupt nicht. Ich glaube, was wir brauchen, das ist auch eine ehrliche Kennzeichnung. Und natürlich, wenn Sie das jetzt ansprechen, ist es wahrscheinlich so, dass ein Zwiebelbauer im Waldviertel zum Beispiel ganz andere Produktionsmethoden und ganz einfach ganz andere Voraussetzungen findet, ja? Dass der wahrscheinlich dann anders arbeitet. Aber wenn ich spreche, also wir selber bauen 65 verschiedene Kulturen und wir liefern jede Woche, so nicht Werbung mache ich jetzt nicht, sondern ich sage es nur, in welcher Dimension das Ganze ist, wir liefern jede Woche 5.500 Haushalte. Also das ist wirklich ein florierender Betrieb geworden, ein Betrieb, der sogar auch 4 Familien, weil alle unsere Kinder bei uns arbeiten, und 120 Mitarbeiterinnen hält. Und ich glaube, wie wir angefangen haben, hat jeder gesagt, na, spinnen Sie hier. Ja? Und es ist heute schon gefallen, auch diese Gemeinwohlbewegung, du hast das gesagt. Na, was glaubst du, wie es uns am Anfang ausgelacht haben? Und was glaubst du, wie es heute alle oder viele neidig sind? Und das ist ja auch das Problem. Ich glaube, wir müssen uns lösen von dem, was wir vielleicht gelernt haben. Wir müssen eben wieder den Mut haben, vielleicht in der Welt zu schauen, was gibt es alles. Darum war diese Reise um die Welt heute ganz was Tolles. Und ich glaube, wir müssen einmal das versuchen. Und wenn wir niederfallen, weil es vielleicht nicht funktioniert hat, es ist ja unser Leben und es ist ja unser Welt. Und ich glaube, das müssen wir immer wieder von uns geben. Wir müssen den Politikern sagen, oder den Konzernlenkern, oder den verrückten Amerikanern, ich sage jetzt keinen Namen dazu,
Das ist deine Meinung, das sei deine Meinung, aber wir glauben, dass es anders ist. Ich hätte noch eine Frage. Wir reden, ist Bio die Zukunft oder wie schaut es aus mit den Problemen, die die konventionelle Landwirtschaft jetzt momentan hat, wird überhaupt nicht geredet. Ich habe schon mit einem Biobauer geredet und gesagt, gut, jetzt haben wir die konventionellen umgebracht und jetzt bringen wir die letzten Biobauern auch um. Ich glaube, wir brauchen eine Gesamtlösung. Nicht nur eine Gruppe, sondern die ganze Landwirtschaft gehört einmal angesprochen auch. Danke. Ja, nein, das ist ganz, ganz eine wichtige Bemerkung. Wir brauchen beides. Ich glaube, es wäre unrealistisch zu erwarten, dass wir irgendwann mal 100% Biobauern haben. Wäre vielleicht schön, wäre nett. Aber ich glaube, wir brauchen eine verantwortliche Landwirtschaft. Und auch die konventionellen Bauern, es gibt viele, die machen integrierte Produktion, die dann nicht einfach spritzen, weil man halt spritzt, sondern die genauso auf die Felder schauen, sie haben, ob ein Schädlingsbefall da ist, die haben verschiedene Pheromonfallen und und. Also es gibt eine sehr kluge Landwirtschaft, auch im konventionellen Bereich, die sorgsam mit den Ressourcen umgeht. Und ich tue mir schwer, so mit Feindbildern kreieren. Ich hätte gerne eine Landwirtschaft, die zusammenarbeitet und die gemeinsame Vision hat, nämlich für uns wertvolle, gute Nahrungsmittel zu erzeugen. Ja, ja, was kosten die? Und zum Thema Positives möchte ich noch mitgeben, wie ich als BOKU-Student in die 80er Jahre angefangen habe zu studieren, gab es keinen Professor für biologischen Landbau. Ja? Es gab auch kaum Biobauern. Da gab es vielleicht 5 oder 10 Biobauern in Österreich. Heute haben wir 20%. Ja? Das ist eine gewaltige positive Veränderung. Oder denken Sie an den Kommunismus. Ja, die meisten von uns sind damit aufgewachsen. Denken Sie daran. Wenn ich Ihnen gesagt habe, in den 80er Jahren oder 90er Jahren, wollen Sie 100 Schilling darauf wetten, dass irgendwann mal der eiserne Vorhang weg ist, hätte keiner gewettet. Keiner, richtig? Also es passieren positive Dinge und heute nehmen wir das so selbstverständlich hin. Ja? Die Sowjetunion ist weg. Ja? Und wir haben wieder Menschen, die reisen können und die frei sind. Also es ist schon was Positives da. Wir sollten ja nur uns bewusst werden, das. Ja, ein positives Wort, mit dem ich gerne enden möchte für heute. Wir stehen natürlich weiterhin zur Verfügung, auch noch für Fragen oder Gespräche im kleinen Kreis. Und bevor wir den offiziellen Teil jetzt des heutigen Abends beschließen, lassen Sie mich noch ein paar organisatorische Sachen anmerken. Das Erste, ich möchte mich recht herzlich bedanken bei den beiden Hauptgästen des Abends, Herrn Professor Dr. Haas. Wir haben auch Gottfrieds Anregung vorausahnend geronnene Sonnenenergie für Sie da bereits vorbereitet und auch ein Bildband über das Weinviertel. Und dasselbe gilt natürlich für den Gerhard. Danke fürs Kommen. Ihr wart wunderbare Diskutanten. Eine sehr lebendige Diskussion. Danke.